Ja, weil ich jetzt angekündigt, also jetzt wieder gestartet habe. Der wird jetzt gleich hoffentlich starten. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte, vierte Mal die Woche. So, ich Tut mir muss. einfach so, als hättest du schon länger gestreamt, und das wäre dir nicht aufgefallen. Natürlich. Wie viele Punkte habe ich? Natürlich. 100. Ach, ich habe 150. Gut, da kann ich mir jetzt vom Oni das Schwert holen. Zack. Immer noch auf Wand stehend. Das kommt noch. Gib dem Zeit. Wie eine Liebe, das muss wachsen. Ist gewachsen. Es blüht. Echt, ist live? Ja. Gut, sehr schön. Endlich klappt das. So, jetzt aber hallo. Wir haben eben schon hallo gesagt und da hat der Stream nicht funktioniert. Sehr gut. Ja, ich sag das schon mal auch für die verzweifelten Personen, die sagen so, ey, wo bin ich denn hier gestrandet? Ich schau mir das mal an. Heute streame ich mit meinem Mod. Sag hallo, Mod. Nee, hallo sagt Mod. Nee, Mod, sag hallo sagt Mod, genau. Hallo Mod sagt Mod. hallo. Nein, nein, du bist der Mod. Nein, halt! Das läuft falsch! Du musst hallo sagen! Hallo. Ja, okay, let's go. Ja. Ach ja, was ich dich eh noch fragen wollte. Jetzt mache ich es wieder in der Öffentlichkeit. Ich mache das so, dass es keiner mithört. Aber sollte ich meinen Geburtstagsstream haben, hilfst du mir vielleicht ein bisschen bei der Planung? Das kriege ich hin. Ja. Ich meine, ich werde bestimmt wieder Quiplash raushauen. Also eins, das habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Da kann ich auch den ersten nochmal machen. Ja. Ja. Ich wurde auch schon von Delia gefragt, ob ich Quiplash mache. Ja, auf jeden Fall Quiplash. Der Quarry hat übrigens Rabatt momentan. Also Quarry hat Rabatt. Ja, gönnt's euch. Ein gutes Game. Ja, momentan 18 irgendwas. Gönnt es euch und passt auf die Bear Traps auf. Am besten nicht mit Chat spielen, da passiert sowas nicht. Willst du deinen Wir retten Jacob Run machen? Ja, ich war dir gesagt, irgendwann mache ich einen Run, wo alle sterben und dann Jacob überlebt. Ja, deswegen sage ich dir ja, der ist gerade auf Rabatt. Ja. Vielleicht mal, vielleicht mal. Zu viele Games, die wir noch zocken müssen. Ich muss jetzt dieses Wochenende auch anfangen mit, weitermachen mit Dark Souls. Das habe ich jetzt eine Woche liegen lassen. Irgendwas hatten wir noch angefangen. Ja, ich weiß, ich kann es dir sagen, es ist, boah, wie heißt es jetzt noch? Ich bin so blöd. Mir fällt der Name auch nicht ein. Nein, wo du den ersten Teil gespielt hast, jetzt hoppala Ein lang. Ha? Den ersten Teil. Killer, nee, nicht Killer. Wie heißt es denn jetzt noch, wo wir den Killer sind? Party Hard 2, wo. Ah, Party halt. Ja. Begrüßung verkackt, Stream neu starten. Ja, das ist Emmy schuld, die macht mich verlegen, weil die so selten in meinem Stream wieder ist. So, wir starten einfach mal. Ja, Eddie, willst du mitspielen vielleicht? Sag jetzt nicht, du musst irgendeinen Bugatto dann erschlagen oder so. Gibt's das überhaupt in Monster Hunter? Ich habe einfach irgendeinen Namen random rausgehauen. Wenn du willst, kannst du gerne mitspielen. Verstörende Gedanken, ja, die habe ich auch manchmal, wenn ich streame. Genau, Die du kannst nicht. Offerings Bloodshot Eisen immer noch deaktiviert. Ja, also es ist noch nicht. Ich meine auch sogar, dass Blood Offering Dinger verbuggt sind. Nee, ich spiele mit meinem Kumpel Helldivers Die 2. Briefe und Das so soll gehen. ganz gut sein, Helldivers 2. Das will ich halt auch vielleicht mal streamen. Jonesy! Bei mir ist keine Jonesy, das finde ich voll gemein. Bei mir ist Jonesy. Ich muss mein Bild ein bisschen ändern. Und meine Katze ist gerade aktiv irgendein Insekt lang. Da ist die Jonesy. Jonesy ist bei mir jetzt auch da. Jetzt ist die Welt in Ordnung, jetzt kann ich bereit drücken. Okay. Oh. Das ist wundervoll. Yep. Ja, ich mag halt auch kennst du NT Starship Troopers? Richtig geiler Film. Das Spiel, also Helldivers 2, das ist ja so von der Story her und so vom Feeling her so ein bisschen Starship Troopers mäßig. Ich rede jetzt vom ersten Teil, die anderen habe ich nie geguckt. Der erste war wahrscheinlich mit Abstand der beste. Deswegen, ich mag das Feeling von dem Game. Aber es ist halt ein Koop-Spiel und ich habe keine Koop-Pass. Aber Helldivers 2, jetzt mal Spaß beiseite, das sieht verdammt geil aus. Ja, du kennst Starship Troopers. Vielleicht meinst du, verstehst du, was ich meine. So vom Feeling her fühlt sich das so ein bisschen an wie. Also, es hätte ein Starship Troopers Game sein können. Ist jetzt aber halt mit einem anderen Skin. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal im Satz, wenn du verstehst, was ich meine, gesagt. Amy, kennst du Starship Troopers?
Nein. Fantastischer Film, unbedingt gucken. Einer der besten Sci-Fi-Filme. Man erlebt so quasi das Leben von einem jungen Rekruten, denn die Menschheit ist im Krieg mit, gegen den Bug, gegen die Bugs, also insektenähnliche Monster-Aliens. Und das Ganze ist halt aufgebaut, immer zwischendurch mit so Propaganda-Werbung und sehr, sehr kriegsverherrlichend. Ist aber eigentlich ein Antikriegsfilm. Richtig geiler Film, Science-Fiction-Film. Ist für mich einer der besten Sci-Fi-Filme. Kann ich nur empfehlen. Ein guter Bug ist ein toter Bug. Solche Sprüche. Ja. Und eigentlich, mehr hört man so raus, dass die Menschen eigentlich so die Bösen sind und, glaube ich, den Krieg zuerst angefangen haben. Aber es ist ein richtig guter Film. Und Helldivers 2 ist. Genau, hier heißt nämlich hier auch Bugs, die Monster, genau. Und Helldivers 2 ist halt so von der Story her ähnlich wie der Film. Aber der Film ist sehr, sehr empfehlenswert. Hinweis, die Hedgewood an der Shack spawnen, wenn wir eine Shack haben. Ich weiß, ich habe es ja mitgenommen. Ach, du hast das mitgenommen. Ja, weil ich habe mit Nia nix. Ich dachte, jetzt den Nebuchen mitgenommen oder so. Hast du eigentlich das Event verstanden? Wir haben Corrupt. Semi. Ich freue mich, dass du bei DVD mitspielst. Das macht mich sehr glücklich. Ich habe ewig kein DVD mehr gespielt. Das ist egal. Und ich Es ist habe da Blight. Es ist Blight. Es ist Blight. Ayo. Ich glaube, der hört deine Verletzungen und Blut sieht er nicht, wenn du in dem Kreis bist. Und es gibt mehr Blutpunkte in dem Bereich. Ich habe mich über den Jumpscare erschrocken, ne, von der Map. Oh Gott, der kommt zu euch rüber. Ich bin hier. Oh! Ich habe Besuch. Ja, das ist ein guter Start. Direkt dagegen im Blight spielen, das ist gut. Kommt man gut rein. Ich suche wieder Jen. Total. Hallo Ive, willkommen. Schön, dass du da bist. Hat Hey, da was 2 Crossplay? Ja. Zockt dein Freund Hell da was 2, Emmy? Wieso sagst du mir das Jetzt, da er jetzt? sich einen neuen Kühler eingebaut hat, dann hat er gesagt, er spielt das wieder, weil sein PC nicht mehr verbrennt. Ich will das auch spielen, das ist voll geil, Mann. Wieso sind die denn alle korrumpiert? Ich hoffe, das war Weiß easy. ich nicht. Bist du gechased? Du bist immer noch Ich bin gechased. immer noch im Chase, ja. Ich bin tot. Krass, ein Gen Chase. Und Alter. das lag nicht, weil du nur ein Gen geschafft hast, sondern ich habe kein Gen gefunden. Ich hab den schon lange gechased. Hier. Hast du gut Seitdem gemacht. irgendwer auf mich runtergefallen ist, habe ich den gechased. Ist er weg? Und nur eine Pellet gedroppt. Bin ich schon stolz drauf. Das war auch gut, ja. Ich bin auch stolz auf dich. Wir machen Double hier. Hey. Wird jetzt schön getunnelt? Getunnelt? Tunnelmeister? Stimmt. Nee. Dann haben wir. Nee. Nee. Chase. Egal, Dann. hier ist ein Gen. Ja. Servus. Ist eigentlich schon das Update raus für das Event, dass das jetzt besser ist? Ich habe geschrieben, ist das Event jetzt besser? Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es grob erklären. Du findest diese Blutorbs, ja, und musst sie dann an so einem Cage aktivieren und dann hast du in diesem Radius gewisse Boni. Ganz verstanden habe ich es auch nicht. Zum Beispiel, dass du als Survivor, dass man dein Blut nicht sieht. Ich glaube, du machst auch keine Geräusche, da bin ich mir aber absolut nicht sicher. In dem Bereich gibt es mehr Blutpunkte, aber nur in diesem Radius. Ist quasi so wie Circle of Das so. Healing, also Aktion, die man in dem Bereich macht, da gibt es mehr Blutpunkte. Und als Killer hast du in diesem Bereich quasi Coupe de Grâce. Das ist alles. Kriegen Besuch. Nee. Okay, hat sich gerettet. Gott. So grob jetzt. Und wenn du so ein Orb trägst und dich der Killer schlägt, dann verlierst du das, dann kriegt der Killer das und du kannst als Killer und als Survivor diese Orbs aufnehmen und für dich einsetzen. An diesen Kästchen. Ich kann es gleich mal zeigen. Falls dies in der Runde möglich ist.
Das ist die einfache. Ich glaube, die ganzen Ops wurden schon eingesagt. Ja, die kannst du halt wieder aufheben. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin weg, ich bin im Gebüsch. Ich schau den weg. Oh, ich glaube, der hat Hälfte bis voll aus. Oh, shit. Not good. I am so sorry, brother. Hier ist so ein Blutobjekt, den habe ich eingesammelt. Und hier seht ihr diesen Radius, so diesen Circle of Healing Radius, den ich meine. Den man dann halt eben an einem Cage legen kann. Den ich jetzt nicht finde. Hier, hier, das ist so Cage. Da kann man den reinlegen und hat man dann diese Effekte drauf. Das ist alles. Das Offering ist ja deaktiviert worden. Weil es verbuggt ist. Angst, Angst. Tod. Hat der irgendeinen speziellen Skin an? Der klingt so anders. Ja. Ist das der Resi-Skin. Wollte gerade sagen, das ist der Birkin-Skin, ne? Der klingt nämlich komplett anders vom Sound. Ja, ja. Nee, die Cosmetics kriegst du, wenn du die Quests machst von dem, Archive-Quests. Von diesem Event. Dann kriegst du Punkte und kannst die dann eintauschen gegen Cosmetics. Das kann ich aber gleich nochmal zeigen, wenn wir aus der Runde raus sind. Das haben sie ja tatsächlich öfter jetzt gemacht, dass du dann in so einem extra, extra Event-Quest machen musst. Okay, ich habe Besuch. Oh, der ist nicht schlecht. Shit, der hat mich erwischt. Das ist jetzt nicht so gut. Weißt du, was auch nicht so gut ist? Dass er hier ist. Die Map hat keine Check. Ich bin so hart down jetzt. Ich hätte jetzt Glück gehabt. Oh, da flog die Palette. Die Palette kaputt gemacht. Ja, ich bin hier im Hof. Ich weiß. Sind jetzt beide Paletten um den Turm weg? Ja, im Hof. Da, ja, am Turm sind beide weg. Ja. Du könntest den Techno bis von hier! Girl! Die anderen ja und ich machen den Gen. Wir ziehen das durch. Ja. Free Gen vermieden? Ich jetzt richtig dumm von mir. Die letzte Palette war richtig dumm. Free Gen trotzdem vermieden. Ja, danke. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben einen Mate, der halt die ganze Zeit wohl hier rumläuft und hätte den Hit tanken können, aber nee. Hat einen Haken sabotiert, vielleicht reicht das. Manchmal sind die Haken-Spots ja hier komisch auf der. Ne, ja, sehr gut. Geil. Danke. Ah, ich hatte keine Schmerzlaute in der Zone, dann war das so, ne? Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Dankeschön. Ja, aber das Event selber an sich ist eher lame. Ich meine, wenn du ein Event hast, wo nicht mal die Offerings funktionieren, weil sie verbuggt sind und gesperrt werden, das ist schon kein gutes Event. Und auch so, es gibt. Dafür, dass es ein Blut-Event ist. Ja, aber er kämpft halt. Und sie ist halt sehr, sehr schissig. Also die ist mega schissig. Zu dir. Ja. Und das Event selber, dass es ein Event ist, dass das Thema Blut hat. Er chased sie gerade. Dass das Thema Blut hat, ist halt ein bisschen wenig Blutpunkte am Start. Das stört mich halt auch an dem Event. Okay, sie kommt aber. Und was ich auch schätze, ist, dass alles rot ist. Das fuckt mega ab. Ja, weil du dann öfter mal als Killer dann halt Scratchmarks siehst, aber es sind dann diese blutigen Streifen überall. Das ist mega scheiße. Was hast du denn im Praktikum? Oder was hast du für ein Praktikum gemacht? Freut mich. Dann hast du das ja schon mal abgeschlossen. Ist ja jetzt Praktikumszeit an Schulen, stimmt. Hatten wir bei uns auch. Okay, der eine Exit bei dem letzten Gender gepoppt ist, ist nein. Ach, die Exits sind offen, stimmt. Ja! Ich werde gechased. Ja, wir haben die abgehangen. Nice. Ich mach den Exit hin. Oh, shit. Hinten kommt zum anderen Exit, aber es dauert noch ein bisschen. Ich mach den gerade. Ah, das ist schwierig.
Oh, du bist tot, scheiße. Oh nein. Egal, geht No. raus, Ja, ist geht ja eh gelaufen. raus. Ja, der kommt rüber. Ja. Aber müssen wir schaffen. Oh nein. Wieso tankt denn keiner Hits? Ist sie tot? Ja. Nee. Nee, second. Was haben wir wieder für inkompetente Mates, ey? Die rennt direkt zum Exit. Was machst du denn? Rausrennen. Ja, okay, sie hat ihn ein bisschen abgelenkt. Das müssen wir eigentlich schaffen. So, raus. Na, aber Oh warte. mein Gott. Oh, bitte, please. Okay, sie Okay. ist raus. Ja, er blockiert dir den Weg, Mädchen. Dann geh doch hinten. Ja, hau ab. Richtig. Da versucht die noch 10-mal rauszukommen. Wo läuft die hin? Oh, die war Warum was geht die ist. hoch? Naja, hochgehen kann sie ja. Dann Es geht sie ist der hoch, erstmal weit Glücksspiel. genug weg, aber. Ja, das hat sie schon richtig gemacht. Die wollte runterjumpen. Das war schon vernünftig. Okay. Aber insgesamt halt. Das war so schlecht gespielt, ey. Also, dass da jetzt noch ein zweiter gestorben ist, ist absolut lächerlich. Aber die haben auch keine Hits getankt. Die Ist haben doch nichts gemacht. keiner sonst noch gestorben. Wäre da ein zweiter gestorben, das wäre so Ach lächerlich. so. Sind eigentlich noch die Twitch-Drops aktiv? Ich meine, es war eh nur irgendein blödes Bild, aber von DBD. Weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Weiß das jemand? Also 9. Klasse, ich habe ein Kindergartenpraktikum gemacht. Oh cool, wie war's? Erzähl mal. Ich meine, ich komme ja aus der Branche. Erzähl mal, wie fandest du es im Kindergarten? War das dein Ding oder sagst du eher so, ah, ne, die Kids, die sind schon stressig? Was ich auch verstehen kann, alles gut. Ich würde einen Randomizer starten, jetzt nicht perk-mäßig, aber Survivor-mäßig. Ich bin Mikaela Reed. Ja. Ich bin Mikaela. Michael. Ela. Genau. Alles ist bei mir Default, weil ich das Vittorio. Spiel mal gelöscht habe. Ey. Muss das jetzt ändern? Sieht 30 Jahre älter aus. Ja, irgendwie schon, ne? War keine gute Wahl. Ich wollte mal so gucken, was ich kombinationsmäßig. Nee, den Rock nicht, was ich da so anziehen kann. Die hat eigentlich echt coole Skins, Mann. Ich mag ihre ganzen Skins, die sie hat. Die hat ja viele Das nur coole. noch so als Köpfe. Das hier, das fühle ich. So laufe ich rum. I like that. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das sieht nicht 30 Jahre älter aus. Ne, Black Shorts, ne? Hier so hier Black Shorts habe ich hier so die. Ja, das hier ist besser. Ja, das passt. Ja, ne, so viele Skins habe ich mit ihr nicht, weil ich ja nicht so viel Geld jetzt in DBD mehr reinbutter. Aber ne, ein paar Skins habe ich mit ihr. Jetzt gebe ich SWF ein. Ich wollte eigentlich, was wollte ich eingeben? Gelegenheit, ne, nicht Gelegenheit nutzen. Ich wollte Flink spielen. Ich spiele nicht mehr mit Sprintboost. Ich mag lieber Flink tatsächlich. Weil bei Spritboost bin ich dann eingeschränkt, weil ich das nicht benutzen kann. So, anstelle von unbeugsam, ach so, das habe ich jetzt, mache ich Flipflop rein. Habe ich meine Quest geschafft? Das muss ich machen. Nö. Sammle zwei Erinnerungssplitter. Ach, ich hätte zwei einsammeln müssen. Fuck. Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich spiele mein Anti-Tunnel-Bild. Ja, dann spiele ich kein Adre. Dann spiele ich Flipflop. Ich glaube, ich spiele mal Yui. Und dann spiele ich herauswinden. Warum hatten die eine Flashlight-Equip? Bestimmt Das für irgendeine Lech. Quest oder so. So, ich habe jetzt mein Anti-Tunnel-Bild drin. Let's go. Ich suche noch nach meinen Perks. Oh oh. Weißt du, was jetzt cool wäre? Ich habe natürlich jetzt Randomizer. Ich bin Michaela, du bist Michaela und oder einer von uns ist Sable, weil dann sind wir hier Besties als Besties unterwegs. Die sind ja Ich befreundet, war die noch beiden. Michaela. Nein, 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 Hab ich. ich bei Der Michaela Randomizer nicht hat entschieden. irgendwas? Der Randomizer hat entschieden, ich muss Michaela spielen. Alles gut, alles gut. Oha, Bist voll die neuen du Nägel. wo? Oha, voll der Dankeschön. Gönnergy. Ja.
Hast du den jetzt auch gerade bei dir? Ja. Wie findest du den? Ich finde den nicht schlecht. Es schmeckt halt wie Sprite, nur ein bisschen süßer, finde ich. Was Nee, ich das finde ich mag. tatsächlich nicht. Ich find schon, der hat einen sehr spritigen Geschmack. Also er kommt nicht eins zu eins, aber ich finde schon, da hat man versucht, Sprite nachzumachen. So, Emmy, ich habe dir jetzt was geschickt, weil ich öfter privat ins Mikro furze. What the fuck? Ich Bei höre das jetzt Insta. mit Sound, okay? So, ja, mach ruhig, ist nicht schlimm. Okay, jetzt lese ich schon mal. Schon stressig, aber war schon schön, mal was anderes als Schule zu machen. Auf jeden Fall. Meine Zweierfolgen habe ich in der Fachformatik gemacht und beim Elektriker gemacht. Welche Sorte? Von dem neuen habe ich erst. Lila und das Grüne. Das Grüne. Es geht ums Grüne. Ich habe die alle durchprobiert. Ich muss sagen, also ich dachte erst. Ja, das Lilan ist gar nicht meins, das finde ich sogar richtig ekelhaft, das ist für mich das Schlechteste. Dann habe ich jetzt. Lilane wollte ich auch das mitnehmen, weil ich wusste, dass du da warst, du gesagt hast, aber dann hast du Also gesagt, dass Tim du den liebt das Grünen am Lilan, besten ich finde findest. das Deswegen habe ich Lilan den Lilane absolut mitgenommen. abartig, widerlich. Ich finde das Lilan so ekelhaft. Das ist wirklich ein Zeug, das würde ich nicht mal geschenkt trinken, so ekelhaft ist das. Der Rest ist geil, aber Lila geht gar nicht. Ja, und dann habe ich das Peach-Zeug, Wild Peach probiert und dann dachte ich so, ja gut, aber dann ist mir Exotic lieber. Und war ich auch enttäuscht und dann, ich dachte ursprünglich, weil es halt Zitrone ist, dass das viel saurer schmeckt mit der Grüne. Und dann habe ich den Grünen zuletzt probiert und es ist mit Abstand der beste. Weil es schmeckt halt legit nach Sprite. Es ist voll geil. Weil ich mag halt nicht so, wenn Energies zu stark nach Energy schmecken. Also erst war ja diese Red Bull-Phase, wo Red Bull rauskam, haben alle nach Red Bull geschmeckt. Das ist das ja heute noch. Den Geschmack mag ich absolut nicht. Da kriege ich übelst einen Ekel, weil ich halt in jungen Jahren zu viel Wodka Red Bull getrunken habe auf Partys. Dann kam ja diese Rockstar-Phase, nenne ich sie jetzt mal, wo Energies nicht unbedingt nach Red Bull schmecken mussten. Aber das ist mir dann auch wieder ein zu eigener Energy-Geschmack. Ich krieg auch kein Monster runter. Ne? Ich will einfach einen Energy am liebsten haben, der nicht nach Energy schmeckt. Ich war sehr enttäuscht von Lilanen. Ja, das ich auch, genau. Deswegen, mein Favorite ist das Grüne und das sind ja nur, ich glaube, die neuen Sorten sind ja nur zeitweise verfügbar, so Limited Editions. Oh, Greenwood, endlich mal auf die neue Map. Ich hoffe aber trotzdem mal, dass ich, hi. Hallo. Nee, ich habe dich gesehen, alles gut. Hi. Ich hoffe, dass sich das Grüne durchsetzt. Ich hoffe es wirklich. Obwohl ich jetzt eigentlich mit dem Energy Trinken aufhören wollte und ich wollte was anderes probieren. Das muss ich noch bestellen, aber muss ich meine Hände erstmal wieder aufladen. Killer kommt. Das ist ein Oh, Zwinger. doch länger. Ich wollte gerade. Oh. Das passiert dir dauerhaft momentan. Das ist Ja, schlimm. aber es kommt dann immer zu Gecheck, wenn ich vom Gen weg. Ah, der ist da! Ja, Ah! hast du den nicht gesehen? Nein! Der leuchtet auch Der war noch! direkt vor dir. Ich hab den nicht gesehen! Ich bin Ich am sehe ihn Arsch. von weitem leuchten. Und du stehst da ganz gechillt, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Ich bin so schlecht gerade, wirklich. Oh mein Gott, ich hab den nicht gesehen, weil ich gelabert hab. Ja, nee, ist ja in Ordnung, Mann. Ey, nochmal, ihr könnt ja trinken, was ihr wollt. Ich schreibe euch da nichts vor, ja. Trinkt nur nicht zu viel von dem Scheiß, das ist ungesund. Aber ansonsten, soll ich dazu sagen. Nee, was ich jetzt probieren wollte. Wie gesagt, macht das auch nicht nach, weil ich keine Ahnung habe von der Wirkung. Ich will es selber probieren, ich bin alt genug. Es gibt von irgendeiner Firma aus Österreich koffeinhaltig mit Kräutern so eine Art, ich sag's jetzt mal blöd, wie Schnupftabak, Energy. Das hört sich absolut widerlich an, aber ich wollte es mal probieren. So, dann. Das wollte ich einfach mal probieren. Also nicht, dass ich jetzt hier Schnupftabak bewerbe, nicht falsch verstehen. Das ist eine Kräutermischung, ist auch legal, also ist nichts krasses, heftiges oder so. Und das ist wohl irgendwas mit Alpen, heißt das. Und ja, das ist halt auch Energy-Wirkung. Wir müssen auf jeden Fall uns im Wald fokussieren, die Gens zu machen. Weil die wird der Killer verteidigen. Ich bin immer noch bei unserem Spawn, weil er den dann auch hart verteidigt.
Ja, weil der wird halt nicht ins Main-Building gehen. Das Problem an der Map ist halt, dass die meisten Gens alle im Wald sind. Kann ich mir nicht. Nee, nee, Nein, geh kannst du nicht. weg! Ich zieh den Gen durch, das ist mir egal. Geil. Gedreckt. Ich sollte Gen Rush bilden, damit wir Gems kriegen. Hau auf. Oh, das ist gut, dass du zwei Energies im Monat trinkst. Da trink ich viel zu viel. Deswegen will ich das jetzt ein bisschen einschränken. Problem ist, ich bin halt koffeinsüchtig. Das ist leider ganz schlimm, seitdem ich arbeite. Oh, der hat Franklins. Dass ich den nicht gesehen habe, der leuchtet wie ein Fortnite-Charakter, weißt du, ich sehe den nicht. Der leuchtet wie Poseidon, Alter. Der ist voll Neon unterwegs und ich sehe den einfach nicht. Ist jemand bei Das dir ist in der Nähe? übelst Poseidon, Alter. Ja, Ja, der ist übelst. direkt vor mir. Also, bisschen vor mir, bisschen direkt vor mir. Ja, ich ziehe weiter Gen durch, weil ich bin halt noch verletzt. Ich hoffe, die anderen kommen. Freunde, lasst auf jeden Fall ein Däumchen und ein Abo da. Der campt, aber er ist softcampt so hart, dass meine Anzeige Ist. nicht hochgeht. Ja, der spielt das aus. Das Anti-Camping-System ist eh kompletter Müll. Der ist. Hallo Mike, hallo Ich glaube, Löwenkrone. der hat hart Internetprojekte. Also Leute, wenn Internetprobleme. ihr mitspielen wollt, könnt ihr gerne einsteigen. Die Emmy ist die einzige, die auch safe ist, also zwei Plätze sind frei. Die Emmy spielt mit, weil ich mit der Emmy zocken wollte. Ansonsten sind zwei Plätze frei, könnt ihr im Wechsel gerne mitspielen. Mal Richtung da, wo der Jen gepoppt ist. Ja, da bin ich. Ich würde gerne Da, da bist du, healen. da bist du, da bist du, da bist du. Warte, ich muss ganz kurz noch das Ding für die Quest einsammeln, weil sonst despawnt das. Okay, jetzt komm hier rein, dann hört er uns auch nicht. Ich heil dich. Du heilst mich. Stell dich jetzt. Du bist schon Okay. länger injured. Ja, kein Problem. Ich versuche ja das skillmäßig auch zu überleben. Auch dieses Verletzt ist ja auch besser verletzt sein, als sich dauernd die ganze Zeit zu heilen. Muss man einfach besser werden im Looten. Deswegen spiele ich auch tatsächlich mehr Survivor. Damit ich auch nicht Ich immer nur sitze Killer immer noch spiele. übrigens AFK rum. Ich glaube, der hat entweder Internetprobleme oder weiß ich nicht. Essen ist angekommen. Das ist okay. Aber Scheint es doch Chase nicht ihn zu da. schmecken. Er chased wieder. Lass noch im Wald irgendeinen Gen machen. Nee, ich glaube, der steht da AFK rum und der Dude ist halt vorgerannt. Ja, das denkt. Vorgerannt. Okay, jetzt läuft er wieder. Ich sehe ihn. Oh ja, das läuft doch. Ich glaube, er hat sein Essen angenommen. Da ist ein Hoffentlich Gen. schmeckt es dem. Wo ist ein Gen? Ich sehe keinen Gen. Hier bei mir hinten. Wow, bei mir hinten. Geil. Das sind so weiße Zäune. So ein weißer Zäune-Loop ist da. Ah, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist auch Hallo. relativ weit. Hello. Genau, ihr könnt gerne mitspielen. Wie gesagt, zwei Plätze sind frei. Lieber Mike, joint ihr einfach dann rein. So wie immer. Einer der Nachteile muss auf jeden Fall. Klar, wenn man mit Freunden durchmacht und so ein bisschen zocken will. Natürlich, verstehe ich. Das war bei mir auch so. Ey, wenn ich. Irgendwas hat hier Boom gemacht. Achso, da hinten. Ich muss da hinten hin. Das Ding einsammeln. Questmäßig. Ich hab's gleich. Das haben wir auch so gemacht. Wenn wir ein neues Game rauskamen und wir die Nacht durchgedaddelt haben, dann haben wir auch immer uns voll mit Energy geballert. Ups. Yes. Geschafft. So, Ist wenn er schon der. wieder am Softcampen? Ich Muss glaube er? ja. Nee. Muss er? Keine Ahnung, wo der ist, aber ich hänge jetzt Warum ab. mache ich eigentlich ein Totem? Oh, Ich er mache kommt seit Monaten zurück. keine Totems mehr. Haben wir irgendwie einen 3-Gen Für oder die so? Punkte. Oder ist Weiß ich es. nicht. Ach, du hast keine Déjà Der vu. tunnelt! Er tunnelt doch nicht! Er tunnelt vielleicht, er tunnelt. Ente möchte mitspielen. Ja, müssen wir uns dann abwechseln. Also, der Mike hat zuerst geschrieben, da könnte einer noch rein und dann müssen wir halt im Wechsel spielen. Oder ihr müsst warten nach der Runde, wenn ihr zusammen spielen wollt. Weil Ich ich könnte habe. auch machen, wenn du mal sterben kannst und ich setze mich wieder rein, das wird lustig. Oder, genau, Emmy gibt den Platz frei, da können alle mitspielen und dann kann Emmy nächste Runde mitspielen. Also du sollst aber jetzt nicht, ne? Du hast einen festen Platz, Emmy, du kannst die ganze Zeit mitspielen, wenn du willst. Ich weiß, dass ich den festen Platz habe, aber ich habe mehr Gelegenheiten. Okay. Ja, also gut, da könnt ihr alle mitspielen, weil Emmy den Platz frei gibt. Das ist nett, Dankeschön. Ich hab Chase Mu Musik. Wo geht der hin? Will er seine Pizza Ich essen? weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ah, der Chase. Ich zieh weiter Gen durch. Haben wir Rune oder so? Ah, wir haben Rune, sehe ich gerade. Okay.
Nicht jetzt erst. Ah. Ach so, du guckst deinem Bruder zu. Ja, nee, da kann der mitspielen. Ja gut, dann kannst du drin bleiben. Da haben wir doch einen Platz frei. So, okay. Naja. Der Felix, der carry das so durch hier. Ja. Auch oh, rip. Hi! Ach, du bist hier. Ich bin ein bisschen weiter hinten. Ich geh mal weg. Oh. Ich bin zu pink für die Scheiße. Wie flutschig die meine Frösche, Junge. Okay, das sieht komplett falsch. Bitte Ah. was? Meine Frösche sind flutschig. Das sind Frösche. Komm, noch mit her, Kumpel. Okay. Er geht wieder Okay. zurück. Er hat Bambusel. Okay. Gut, zwei Jets sind nebeneinander. Laufrichtung check. Ach, oh, nice. Adrenalin! Ich wollte eigentlich dich heilen. Nein, nicht. Dankeschön. Gerne. Ah, cool. Das ist ein gutes Timing. Das war, glaube ich, der Killer. Ah, okay, das macht Sinn, ja. Gekillt. Nicht ein Ausgang hier hinten gewesen. Ja, ich muss sagen, vom Design her mag ich die neue Map. Ich würde ein paar Dinge nur ändern. Ich finde halt schade, dass man gefühlt als Killer sich halt lieben. Was heißt schade? Buildings sind eigentlich immer scheiße für Killer. Aber dass man halt gefühlt nicht im Main Building ist. Was natürlich der coolste Part ist, als wieder mal Wald. GG. Und was ich nicht mag, dieses Scheiß auf ihn droppen muss, dass man vielleicht auch auf Dredge's Map kommt. Weil das ein Realm sein soll. Das mag ich auch absolut nicht. Okay, also Ente kann gerne mitspielen und Mike, ihr könnt wie gesagt gerne joinen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und gerne mitmachen. Ich hustle eh den Battle Pass. Also von daher passt das schon. Eventmäßig muss ich Killer-Quests machen, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Survivor. Und dann könnt ihr mitspielen. Also, du kannst jetzt random Perks machen, weil du questtechnisch Killer spielen musst. Nein, bei dem Event-Ding meine ich. Ach so. Du willst mich nur leiden sehen, was soll das denn? Ich muss auch die Tage Overwatch ganz viel spielen. Sabotiere drei Haken, wenn du im Terror des Killers befindest. Ah. Okay. Ja, Ich Leute, habe ich mir ver. schon gesagt, ich versuch's nicht mehr mit Overwatch. Ja, doch, ich will den Pass haben. Ich finde den Pass cool. Ich finde ihn auch cool, aber ich will mich jetzt nicht drüber fressen. Das geht ja schnell, wenn ich Pech rein. Ich habe den schon auf 30 oder so, glaube ich, oder 20 rum. Das krieg ich hin. Ich muss ja die Scheißen. Die Namen jucken mich ja eh nicht. Okay, so, wir haben jetzt Sabotiere Haken. Hat Michaela keine Perks? Ich muss eh, es kommt drauf an, es kann sein, jetzt, dass ich Haken sabotieren muss, dass ich nicht den Survivor spielen kann, der im Randomizer vorgeschlagen wird, aber ich glaube, bei Jake könnte es doch gehen. Ich meine, ja, er hat Saboteur, da geht's so oder so. Was hältst du von meinem Jake? Hat der Drip? Ui, ist auf jeden Fall, sieht aus, als würde er gleich hier auf den Hawaii-Urlaub fahren. Ja, der fährt in die Osterferien. Ja, gut, ich habe nur so eine braune Schrottkiste, aber egal. Nehmen wir die. Dann packe ich hier noch Saboteur rein. Ich fand das übrigens super, wie unsere Englischlehrerin angekündigt hat, dass sie am Donnerstag nicht da ist, weil sie da schon in Urlaub fährt. Ey, ich habe einen Schüler bei mir, den ich ja früher betreut habe, ne? Wirklich Ja. jedes Mal, der ist türkischstämmig, warum ich erwähne ich das? Weil der immer mit seinen Eltern halt in die Türkei fliegt und jedes Mal, 2 Tage vor den Ferien, ist der krank. Jedes Mal! Natürlich ist er krank. Klar. Natürlich. Ja.
Was soll denn auch sonst mit dem sein? Ja, ja gut, wenn man immer einen Attest hat, dann kannst du auch nicht immer was machen, ne? Das ist das Problem. Was spiele ich denn noch als so Gelegenheit? Irgendwas wieder rausgegangen. Ja, Mike ist raus. Bist du noch da, Mike, oder bist du rausgeflogen? Was passiert? Sollen wir auf dich warten oder Ich starten wir stürze die das Runde? Internet wieder ab. Das kann natürlich sein. Ist Mike noch da? Schreib bitte rein, Mike, ansonsten starten wir die Runde schon mal. Wenn er jetzt in 2 Minuten nicht reinschreibt, dann starten wir einfach. Oder 1 Minute, 2 wollen wir nicht warten. Also, ja, außer er meldet sich natürlich, ist klar. Was heißt ja? Kommst du jetzt wieder? Ich denke mal schon. Heißt das, dass du wiederkommst? Oder wie? Ich glaube, das Jahr ist für Ace noch da. Okay, kommst du denn auch noch wieder? Weil dann warten wir. Bitte warte. Ja, okay, alles klar, dann warten wir. Kein Problem. Das war mir nur gerade nicht so klar. Wahrscheinlich hat es einen Fehler oder so, bis rausgeflogen, was auch immer. Muss gleich mal beim Kühlschrank gucken, wie viele Mückenlarven ich noch habe. Nein, die schwimmen da nicht rum. Ich habe Mückenlarven im Glas als Futter für meine Tiere. Ja. Weil ich habe jetzt keinen Bock, eigentlich morgen zum Zoogeschäft zu fahren, weil die Futtertiere, die ich noch so habe, sind noch alle fit. Dann gibt es halt Raupen und Oh, ich Würmer. finde das so wundervoll. Was denn? Ich suche gerade einfach Dinge, die irgendwas mit Killers dann zu tun haben. Ich habe es dann eingegeben und ich habe direkt Perks dafür bekommen. Ja, Es ist wundervoll. das ist so geil, ne? Das ist für mich eines der geilsten Feature der letzten Monate, was ich seit Jahren mir gewünscht habe, weil ich mir zum Fick nochmal nicht alle Perks merken kann. Das Problem ist, dass mir meistens der Name nicht einfällt und ich sie anhand der Bilder suche. Oder ich kenne bei dem einen den englischen Namen und bei dem anderen den deutschen. Das macht es dann schwieriger. Aber ja, das ist schon ein geiles Feature. Ich bin jetzt auch irgendwann in den Ferien, werde ich in das große Zoogeschäft fahren nach Duisburg. Da werde ich vielleicht einen neuen Bewohner mit nach Hause nehmen. Mal gucken. Oh. Ja, aber Is it nur. what I think what it is? Das ist jetzt die Frage, was du singst, was es ist. Cat. Okay, nein, 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 nein. Ich würde mir da niemals eine Cat Not holen. cat. Niemals würde ich mir da eine Cat holen. Oh. Nee, weil die Cats im Schaufenster sitzen. Big Das cat. finde ich absolut furchtbar. Ah, Ja, fair. ja. So, das ist das letzte Geschäft. Ich Valid. glaube, das haben sie weggemacht. Jetzt, wo der Besitzer vor ein paar Monaten verstorben ist oder vor einem Jahr. Aber insgesamt war es das letzte Geschäft in Europa, das große, was noch Hunde und Katzen im Schaufenster hat. Und also, ich finde das immer noch anders als bei einem Frosch oder so. Kann man sich auch drüber streiten. Gehört hier überhaupt Gefangenschaft, bla bla bla. Aber im Grunde genommen, ja, also Hunde und Katzen gehören für mich nicht ins Schaufenster. Das sind so emotionale und bewusste, also nehmen das so viel bewusst wahr, ich fühle das absolut nicht. Und da würde ich mir auch niemals Hunde oder Nee. Katze holen, weil, no front, was werden die gestört sein? Was werden die hart gestört sein, die Tiere? Nee, wenn, hole ich mir von irgendeinem Züchter eine Katze. Also die wären halt nicht nur gestört, die wären auch hart defensiv, sag ich mal. Ja klar, weil da Und wären jeder Depp wahrscheinlich an die gar Scheibe kein klopft. Freund. Ja. 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 Und so Wenn du sehr. dir so eine Schaufensterkatze holst, die wird dich absolut nicht mögen. Da wirst du mindestens ein Jahr brauchen für. Ja, und ich sag, so sehr wie ich Puma geliebt habe, aber so ein Bastard war das auch. So eine Psychokatze, den konntest du halt wirklich nur streicheln, wenn er Bock hatte. Sobald du den einmal falsch angefasst hast, dann kommt dieses berühmte Katzenmeme, wo die eine Katze der anderen da draufhaut. So war Puma. Das Ne? klingt irgendwie sehr nach einem Kater von einer Freundin von mir. Der war sehr Oder aggro einer und Katze. das Einzige, wo der wirklich legit gehört hat und wie ein Hund auch, das war bei meinem Vater. Wenn mein Vater gesagt hat, Puma, komm auf die Couch,
So, und dann ist der hinterhergelaufen, aufgesprungen und hat sich auf die Couch neben meinem Vater gelegt. Also ich habe bei meinem Vater wie ein Hund gehört. Und so hat er halt eben auch reagiert, ne? Wenn Leute, der wohnte im Erdgeschoss, an seine Mülltonne, durch den Garten mussten, an die Mülltonne ran, ne? Wohnte in der Mietwohnung, sind die vorbei ans Fenster. Und Puma hat jedes Mal volle Kanne gegen die Scheiben gesprungen, der hat die Leute zerfleischt. Wirklich wie so ein Wachhund. Hatte die auch einen Hund zufälligerweise? Ist Puma mit einem Hund Nein, nein, aufgewachsen oder was war mein Vater, los? also er war schon immer aggressiv, aber mein Vater hat halt keine Ahnung von Katzen gehabt. Er wusste aber was von Hunden und dann hat er den halt wie einen Hund erzogen. Ne, Ah, okay. also der hat jetzt nicht auf Hass oder sowas reagiert, der war schon immer aggressiv, der Kater. Wir haben den ja auch Ah, das wollte ich damals. gerade fragen. Wir Das haben wollte den, ich gerade fragen. Hätte dir einfach sagen, nein, 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 fuck. nein, nein, wir haben den Kater gekauft von, ich sag mal, aus heutiger Sicht kann man sagen, einem illegalen Züchter. Jemand, der das privat gemacht hat und man hätte das absolut nicht supporten dürfen, weil die quasi in einem Raum gefühlt auf der einen Seite Katzen hatte, dann ein Babygitter und auf der anderen Seite Chihuahuas. So, das waren absolut erbärmliche Oh. Zustände. Und dann ist klar, dass eine Katze psychisch einen weg hat. Ne? So, aber dafür hat mein Vater den krass erzogen hat. Also der ist auch immer an die Tür gekommen und der hat ja früher einen krankhaften Hass auf Männer gehabt. Wirklich. Der hat Männer, mein bester Freund, kurze Hose, warte Beine, der ist dann ans Bein gesprungen, hat sich festgekrallt und geknabbert. Den hast du nicht losbekommen. Der ist hüpfend mit einem Bein durch die Wohnung. So, Hilfe, Hilfe, da scheiß Viereck mir am Bein. Deswegen. Ja, danke schön, Löwenkrone. Vielen lieben Dank. Findest du Bayerisch nicht anders? Warte, ich muss kurz lesen. Findest du, dass Bayerisch sich anders anhört als wie eine andere Sprache? Ja, also dieses Urbayerische vor allen Dingen. Aber ich glaube, das hast du mit jedem Dialekt. Gibt es heute kaum noch, aber komm mal nach Köln und red mal mit einem Urkölschen, der auch urkölsche Wörter benutzt. Nicht nur Standardkölsch, es gibt auch eine Variante. Ich bin da jetzt auch kein Experte, sondern so richtig uriges Kölsch. Wenn du da nicht lebst und aufwächst, verstehst du die auch nicht. Also ich glaube, das ist allgemein beim Dialekt. Klar, es gibt Dialekte, die verstehst du besser, andere schlechter. Aber wenn da einer, ich kann das überhaupt nicht nachmachen, ich verstehe die Leute teilweise, aber wenn du dann sagst, Lorenz, was ist das dann, hey? Gut, kann man übersetzen. Emmy, würdest du es übersetzen können? Ja. Ja. Oder Ja. et kütt wird kütt. Was meinst du, was et kütt wird kütt heißt? Es kommt, wie es kommt. Ja, genau. Also Kölsch kannst du noch eher übersetzen, aber ich glaube, Bayerisch auch noch, das ist teilweise schwer zu verstehen. Wenn so richtig jemand Urbayerisch Oh. spricht, glaube ich Ha! schon. Es Glaube ich ist schon. ein Trickster. Es ist ein Shitster, geil. Ich liebe den Killer. Das ist einer meiner absoluten Hasskiller. Also ich glaube schon, dass wenn du einen richtig schweren Dialekt hast, dann verstehst du die Leute schlecht. Oh. Das glaube ich schon. Sorry, Mike. So, jetzt seht ihr, jetzt mache ich hier die Kugel dran. Und jetzt habe ich diesen Effekt hier rund um den Gen und ich kriege auch mehr Blutpunkte, wenn ich in diesem Bereich den Gen mache, glaube ich. Ach, ich Idiot, ich hätte einen Hook machen sollen in der Nähe des Killers. Ah, stimmt, da war ja was. Wen spielst du eigentlich? Ich spiele immer noch Yui. Ach, du spielst doch Yui, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen, nicht so viel labern. Oh. Ja, das ist ja auch noch eine schöne Sache, die heute auch gefühlt verloren geht. Dieses, ne, dass man noch im Dialekt spricht, Ja. das kann ich fast gar nicht mehr. Oder fast gar nicht. Also ich kann noch ein bisschen berlinerischen Dialekt. Ein bisschen. Ah! Also ich verstehe Kölsch Der zum hat Beispiel, verstehe Barbecue, ich der hat gut. sowas von Barbecue. Ja. Also ich verstehe Kölsch. Nein, nein! Ach, jetzt hab ich's aber Turn wasted. Nein, nicht deiner. Mann! Ich wollte die heilen und der ist an den Hook gegangen. Also wenn meine Eltern mit mir reden und so ein rheinländisches, ja, plattreden, ist ja so eine Mischung, dann verstehst du die auch noch. So. Aber wenn sie so richtig jemand Kölsch mit dir spricht, verstehe ich den auch, aber ich kann es halt absolut nicht sprechen. So, ich muss leider dem Killer hinterherlaufen. Ein bisschen. Ich hoffe, dass der, damit ich meine Quest machen kann, dass ich den Hook machen kann. Bisschen dumm spielen. Boah, Trickster ist natürlich auch hart. Findet ihr Trickster eigentlich stärker nach dem Update? Oder schwächer? Nee, ich finde den immer noch wie vorher irgendwie. Weiß ich nicht. Shit, das werde ich nicht schaffen. Ja, okay, vielleicht springt er noch ab.
Ah, fuck. Nö. Oh, shit. Da hat nicht jemand Wiggle Wiggle gemacht. Einfach Spaß. Wiggle Wiggle. Würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht weiter vorführen. Oh, ist ja erst bei mir. Das copyrighted ist. Das ist safe copyrighted. Nein, lass mich in Ruhe, Mr. Trickster. Mr. Trickster, nein, oh mein Ass! Hi. Hi. Nein, ich hasse den Typen. Ich komme zur Palette, ich werde sie schaffen. Aber ich finde das schon cool, wenn man noch Bayerisch sprechen kann. Aber in Bayern ist das, glaube ich, auch noch mehr drinne, dass die Leute auch Bayerisch sprechen können. Weil Bayern sehr auf seine Tradition achtet, was ich übrigens geil finde. Ich mag das. Ich mag das unheimlich gerne. Ich finde das schade, dass so gewisse Traditionen nach und nach verschwinden. Ich seh's doch nicht. Ja. Ich feier das voll. Oh, es tut mir leid. Und wir Lauf. Bayern haben ja einen Vorteil der Grammatik und das. Okay, das kann natürlich sein, lieber Evil. Ich glaube aber, wenn jemand Kölsch schreiben würde, ich hätte Probleme, das sogar zu lesen. Verstehen kann ich das aber. Aber mit dem Bayerischen, das kann gut sein, dass da Bayerisch noch einen gewissen Vorteil hat. Aber nochmal, in Bayern ist man ja auch sehr auf seine Tradition mehr bedacht, habe ich das Gefühl, als in anderen Bundesländern. Und das mag ich irgendwie, das finde ich sehr sympathisch. Es tut mir leid. Nur alte Leute reden bayerisch öffentlich. Ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, das ist aber auch bei uns auch so. Also wirklich alte biodeutsche Kölner, die reden Kölsch. Ansonsten geht das wird auch Bio-Deutsche. Ja, damit ihr wisst, was ich meine, ist ja so ein Meme-Begriff, biodeutsch, ne? Die reden halt alle halt eben den richtig kölschen Dialekt, aber das stirbt aus. Das wird irgendwann da wird das komplett Deutsch aussterben. Rüber. Ja, ich merk's. Das wird irgendwann leider komplett aussterben. Wusst ja, tut mir leid. Alles gut. Wieso tut ihr das? Ging an Ente. Achso. Ich bin halt zu denen hingegangen, die ich gehielt habe. Ich wusste nicht, dass sie da sind. Dann lass mal weg. Dann war ich nicht schnell genug, um mitzudenken. Ich bin One-Shot jetzt. Oi. Ja, das war's. Ja, der Tunnel. Also er ist auch kein Tunnel eigentlich, hat ja vorher jemand anderen gedownt. Ich hasse Trickster. Ich hasse Trickster komplett. Einer meiner absoluten Hasskiller. Irgendwie läuft die Runde nicht so. Nee, gar nicht. Das macht keiner Gents. Ja, natürlich. Natürlich gerne. Schreibt mal einen bayerischen Satz. Hi. Hey. Schlecht. Mach ich fort. Oh. Heimlich. Der kommt zurück. Da ist er bei mir. Ja, ja, das tunnelt mich. Ja! Nee, doch nicht. Ich bin voll in den reingelaufen. Richtig geil. Nein, das ist scheiße. Der macht Gen, mach weiter den Gen, mach weiter den Gen, mach weiter den Gen, mach weiter den Gen. Zieh den Gen durch. Ich genese mich, zieh den Gen durch. Ja, genau deswegen. Ja, ich hab's befürchtet, Sackgas. Okay. Ich hab befürchtet, dass der Sackgasse hat. Egal, nicht schlimm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er Pop hat. Das kann gut sein. Ich mag halt keinen Trickster. Ich komme gegen den nicht klar. Das ist natürlich jetzt kein überstarker Killer, aber ich komme auf Trickster absolut nicht klar. Das ist, glaube ich, heutzutage, würde ich sagen, hätte ich einen Hasskiller. Neben Nurse ist das mein Hasskiller. Der und Nurse. Aber nicht, weil Trickster so stark ist, sondern weil ich einfach schlecht gegen Ich finde Boba schlimmer tatsächlich. Nee, Bubba macht Spaß teilweise. Bubba traumatisiert mich. Bubba macht mir Angst. Na, Freunde, wartet mal, wenn mein neues Video kommt mit The Unknown. Das wird die Survivor auch traumatisieren. Ist gerade in der Mache. Eine Runde habe ich schon. Ich bin aber noch nicht 100% zufrieden. Brauchst du wieder Hilfe beim Intro dann? Ja, beim Intro kannst du mich gut inspirieren und helfen, ja. Okay. Schalte dich schnell. Bin ich schön. Da ist schon wieder... Ja, er hat Saboteur wieder gemacht. Nächstes Mal kommst du einen Schritt vor, junge Dame. Das fuckt mich gerade ab, Mann. Sorry. Nein, da kannst du nichts für. Das ist das scheiß Spiel, Mann. So ein Dreck, Alter. Oh, das war's mit Ente. Ja, schade, Ente, sorry. So, jetzt ist... Dankeschön, der kommt rüber. Ja, ja, natürlich kommt er rüber. Der Dude hat Barbecue. Jo.
Von mir ist ein Gen. Ja, er hat mich gesehen. War schön mit euch. Natürlich kommt er von da. Fuck! Ach ne, der hat dieses jump irgendwo drüber und dann sind die Sachen blockiert, Ding. Bambuse. Nein, 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 nee. Ich meine dieses, wenn ich drüber jumpe. Was so, bei dir? Ja. Ah. Dachte es auch. Hat er noch einen Blood Drop um sich herum? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht, Mann. Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Achtung, 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 Ja, Achtung! ist bei mir, alles gut, alles gut, alles gut. Danke. Danke fürs Abnehmen. Bitteschön. Bist du Detok? Nee, Gott sei Dank, das hätte ich geschimpft. Nee, nee, deswegen habe ich abgenommen. Gut, gut, gut. Sehr gut. Leute, das ist gut, was sie gemacht hat. Das ist stark. Das wird jetzt zwar ihren zweiten Hund bedeuten, nach kurz. Obwohl, nee, das geht eigentlich. Du machst gut. Oh ja. Dankeschön. Oh! Das ist die alte Sortilipse-Schule. Ja, auf jeden Fall sehr guter Einsatz. Ja. Nein, es ist die alte Sortilipse-Schule. Ich war immer beschissen, das Survivor und alle anderen waren besser. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, GG. Ich habe den Baum natürlich gesehen. Ja, nice. Also, einmal. Die anderen drei Male hat er an mir vorbeigeschlagen. Ich werde gleich den Satz übrigens Lol. lesen, Evil. Die Runde ist gerade zu intensiv. Ich werde den mir gleich durchlesen. Ich glaube, ich kann abspringen. Ah, never mind. Oder, So, Jen ist dann. Jen ist dann. Oder. Jen ist, ja, nice. Wo bist du? Ah, da hinten bist du. Bei meinem Baum. Ich loop den auch ein bisschen um den Baum. Ja, der letzte Jen ist fast durch. Das neue Messer. Danke fürs Heil, Mike. Wir können gerade nichts machen, wir haben uns gerade hoch. Der Jen ist blockiert. Der letzte ist halt so gefühlt 99. Ja, alles gut. Ich loop Ich den kann um den, den Baum so ein ich kann bisschen. den Hit auch tanken, wenn du da bist. Obwohl, ne, du bist First Look, das macht keinen Sinn. Ich bin immer noch beim Baum. Okay. So, ich gehe jetzt weg vom Baum. Ich gehe jetzt Richtung Main. Komme. Obwohl, ne, du bist. Ich mach den Exit hinten. Da beim Main Building. Du hast dem echt die Runde versaut. Ist er noch hinter. Er hat no way out, er hat no way out. Lauf, 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 lauf. Ich bin immer noch Sackgezogen. Egal, egal. Dankeschön. Der chase mich jetzt. Nee, so holt sich neue Messer. Okay, dann. Oh, hi. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, das ist No Way Out killt uns jetzt. Ich nehme die Check. Shit. Jesus. Ja, es hat. Ich wollte halt den Hit tanken und ein bisschen Zeit aufwenden, während man den Ja, Exit alles macht, gut. aber es ist halt No Way Out drin, ne? Der hat aber auch nicht realisiert, dass Basement da ist, also. Das ist gut. Ist alles Jetzt supi. weiß ich halt nur nicht, wo der Exit ist, wo Mike ist. Einer ist bei mir, der andere ist direkt bei. Also, ich glaube, der hat den gemacht, wo wir am Anfang waren. Oben beim Okay. Main. Killer campt Ja. mich ab. Nee, der ist nicht gemacht. Ich gehe da jetzt gerade hin. Ich bin Killer halt campt mich verletzt. ab. Ja. Mike muss am besten zu dem Exit vom Main Building kommen. Ja, Oder Mike muss Mike das. ist bei mir. Ja, ich mach den Exit jetzt. Da muss er. Ja, tauschen ist halt blöd. Das ist jetzt dann aufopfern. Ich werde den Exit aufmachen. Ja. Und versuchen. Ja. Das wird leider nicht. Ich glaube, du stirbst schon wieder. Ah, oh, nee. Crouch weg, Mike. Crouch weg. Du musst wegcrouchen. Ist er noch bei dir, Ich glaube, Evie? mich wirst nicht mehr retten können. Ja, der kreist hier rum. Ja, jetzt Oder doch, hebt doch. auf. Ich versuch's. Oh, das war knapp. Direkt weg, direkt weg. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Ich gehe hoch. Ich kann auch einen Hit tanken. Ja. Ja! Der kann dich noch kriegen, ne?
Ich kann auch einfach rausrennen. Renn raus, wenn du es schaffst, ja. Ich bin safe. Okay, ich versuche mein Wo Kit bist zu du? finden. Ja, ich versuche mein Kit aus dem Keller zu holen jetzt. Okay. Weißt du, das überlebe ich das nicht. Guck, dass du ein bisschen Zeit schändest noch. Du bist aber safe, ne? Ich bin halt im Exit. Ja, Ich bin ja. safe im Exit, ja. Ist ja noch da? Nee. Scheiße. Natürlich! Er kommt, ich bin tot. Er ist da. Nein. Alter, mit ihm. Wo bist du? Er hat mich gehört. Ich Soll müsste es ich aber schaffen. raus? Ich, naja, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja, du kannst eh nichts mehr machen, du kannst Okay, raus. okay, okay. Er hat mich gehört, aber ich schaffe es, ich schaffe es. Vielleicht kriegst du Hedge. Hedge müsste doch das Nein, ich Horn schaffe hören. es, ich Nee, schaffe es, das ich ist schaffe es, es. alles Nicht gut, ich mehr. schaffe es, ich bin zu weit weg. Alles gut. Ah, ich seh's. Hi. Ja, der hat mich mit Flink zwar gehört, dass ich Der ist zu gejumpt greedy bin. mit. Ja, der ist zu greedy mit den Messern gewesen, gerade am Ende. Ja. Ja, der hat auch jetzt welche Aber ich habe geworfen. meine Quest geschafft. Geil, geil, sehr gut, sehr gut. Der hat die auch geworfen, aber er konnte halt nichts jetzt machen, weil ich zu weit weg war. Die Stun-Quest First Try, weil er keinen Hook gefunden hat und ich mich freigewiggelt habe. Hoffen wir mal, dass du und deine. Ich kann das letzte nicht lesen, weil das Herz davor ist. Bei mir. Deine Mati. Was steht da? Kannst du das lesen, Emmy? Ich Unten gucke. bei Eagle. Was er geschrieben hat. Ich gucke, Ich ich gucke, ich bin gucke. halt nicht im Streamer-Mode drin im Chat. Also schon, aber ich Ja, habe das hier heißt wirklich. dieses blöde Emote-Herz habe ich unten rechts am Bildschirm. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Aus dem Spiel kommen werde. Du und deine Mates aus dem Spiel kommen werden. Ach so, du hoffst, dass wir aus dem Spiel kommen werden. Ja, haben wir ja geschafft. Ist leider schade. Ich meine, am Ende ist es verdient. Ein 2K fühlt sich gerecht an in der Runde. Aber wir hätten auch die Chance gehabt, zu dritt rauszukommen. War nur schwierig. Das Ich habe ist jetzt. tatsächlich relativ leicht zu verstehen. Ja, doch, das ging eigentlich sogar. Das ging Hoffen auch. wir es nur, dass du. Hoffen wir es nur, dass Und du der und Obere? deine Mates nur aus Also. dem Spiel Mir in kommen Bayern sind stolz auf unsere Heimat und Mengen des anderen, was uns sehr berührt. Verstehe, ich glaube, spreche, weil mein Mutter und mein Papa, die ist mir. Also, auf gut Deutsch gesagt, ihr seid stolz, ne? Sind stolz auf eure Heimat und auch wenn andere euch nicht gut verstehen. Aber du hast das von deiner Mutter, deinem Vater gelernt, das Bayerisch zu sprechen. Ja, das kann man, also lesen geht tatsächlich sogar. Ich glaube aber, wenn so richtig so ein Urbayer, so ein richtiger alter Urbayer, wirklich so mit einem harten Dialekt redet, dann wird das schwer teilweise zu verstehen sein. Glaube ich. So. Aber das ist, glaube ich, ist es nicht gefühlt mit vielen Dialekten so? Aber ich mag Bayerisch. Es gibt eigentlich einen Dialekt, den ich komplett hasse. Ich glaube, nee, hassen nicht. Nee, Dialekt, glaube ich, den ich nicht leiden kann oder so, habe ich nicht. Ich finde eher cool, dass es Dialekte gibt. Was ist denn dein least favorite? Least Favorite, habe ich nicht. Habe ich nicht. Na, Also. ich da jetzt nicht so hassen, aber du hast ja bestimmt so einen Dialekt, den du am meisten magst und den Ja, du weniger ich magst. mag halt Kölsch am liebsten. Es liegt halt daran, weil ich hier aufgewachsen bin und. Weil ich so ein paar Wörter witzig finde, die halt haben und so. Ich mag Kölsch am liebsten. Ich glaube, boah, ansonsten, ja, ich hab keinen, den ich hasse. Ich glaube, wo ich am schwersten habe, was zu verstehen, ist, glaube ich, naja, weil er halt auch so anders klingt, ist, glaube ich, Sächsisch. Also, ich glaube, Sächsisch. Ich würde dann nicht least favorite, aber ich glaube, da, wo ich am meisten Probleme hätte zu verstehen, wäre, glaube ich, richtiges hartes. Oh, Entschuldigung, ist mal gekommen. Richtig hartes Sächseln, glaube ich. Aber nicht, weil ich Sächsisch doof finde oder so. Ich glaube, ich hätte Probleme damit, das zu verstehen, deswegen least favorite. Ich finde allgemein Dialekte interessant, vor allen Dingen bei deutschen Dialekten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich finde jetzt Sachsen mag ich nicht, hat auch seinen Charme. Da gibt es tatsächlich nicht, also ich finde jetzt nicht, ich mag unsere Sprache, ich finde unsere deutsche Sprache hat auch ihren eigenen Charme, auch wenn das vielleicht nicht alle in der Welt so sehen. Aber ich finde, ich habe jetzt keinen Dialekt, den ich wirklich. Ich glaube, wenn wir dann von Dialekten reden, wenn ein Schweizer mit starkem Dialekt Deutsch spricht, ich glaube, das wäre jetzt sogar Least Favorite. Da hätte ich, glaube ich, eher Probleme zu verstehen. Oder Schweizerdeutsch. Zählt das als Dialekt? Das ist ja keine eigene Sprache. Schweizerdeutsch, ich nehme Schweizerdeutsch. Ich schieße gegen die Schweizer. Schweizerdeutsch. Ah, gut, habe ich mich nochmal gerettet. Nee, Schweizerdeutsch. Weil da ist der Unterschied. Schweizerdeutsch, wenn einer richtig Schweizerdeutsch spricht, verstehe ich gar nichts. Bei Sächsel verstehe ich doch was.
Ich sag Schweizerdeutsch. Aber ich finde, das ist jetzt auch kein schlimmer Dialekt. Es gibt es, glaube, warte, gibt es, ich glaube eher bei Sprachen gibt es, es gibt bestimmte Sprachen, die mag ich einfach nicht. Oder die fühle ich nicht so. Zum Beispiel. Französisch. Französisch, liegt aber auch an der Schulzeit, ich habe Französisch als Unterrichtsfach gehasst. Nichts gegen die Sprache selber an sich, ich mag sie einfach nicht, hat aber mit der Schulzeit zu tun. Ansonsten ist mir das eigentlich egal, aber ich muss wieder sabotieren. Das und ich glaube, so richtiger ist jetzt auch nochmal, ist kein Hate gegen die Akzente an sich oder die Dialekte oder Sprachen. Ich glaube aber auch Arabisch, weil das für mich auch sehr. Ich meine, das wird man über den deutschen Dialekt, über die deutsche Sprache auch sagen, über die deutsche Sprache. Aber Arabisch klingt sehr aggressiv für mich. So, das meine ich nicht böse, nochmal. Ich habe auch arabische Freunde. Aber ich habe auch arabische Freunde und so ist es nicht. Aber das glaube ich auch so ein Akzent, wo, oder ne, ich sage immer Akzent die ganze Zeit, wo eine Sprache, die ich jetzt auch nicht so fühle. Ich mag Japanisch gerne. Ich glaube, Chinesisch würde ich auch jetzt nicht so feiern als Sprache. Englisch. Klar, ich kann was an einem britischen Akzent finde ich schön, amerikanisch sowieso. Ich glaube, australisch ist so, da hätte ich Probleme. Die reden ja so, alright, so, das klingt so böse, aber wenn ich einen australischen You Akzent. think that's funny, mate? Genau, da muss ich immer an Captain Boomerang denken. Ja, das ist ein Bösewicht aus dem DC-Universum. Oh. Aber Kroatisch. ich finde, es gibt keine Sprache, die ich hasse. Ich finde, jede Sprache hat irgendwas Schönes an sich. Hallo Kamikaze Gaming. Er ist wieder da, sehr schön. Du lernst gerade Italienisch, geil. Ich will wieder Japanisch lernen, denn ich habe ein Ziel vor Augen. Ich Ah, möchte. fängst du wieder an? Ja, ich werde jetzt die App runterladen. Ich werde Duo nicht mehr alleine lassen. Ich werde wieder üben. Dankeschön. Du würde sich sonst rächen. Ja, der kommt so ziemlich im Schlaf besuchen. Nee, Japanisch will ich wieder lernen, weil die Kohle für den Flug habe ich schon mittlerweile gespart. Aber um dort zu leben, also ich habe jetzt mal grob, einfach nur ganz grob geguckt, 1000 Taui zahlt man für den Flug. Mit Lufthansa. Nach Osaka, aber wohlgemerkt. Ich meine, es muss jetzt auch nicht das Ja, erste ja. Ziel Osaka sein. Ich kann auch Tokio machen oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ich führe Osaka wegen Nein, Super ich will nach Nintendo. Osaka. Ich habe keine Lust auf Tokio. Tokio würde ich aber auch mal irgendwann mal gerne hin. Das ist Ich die weiß nicht, ob einzige ich nach Tokio will. Millionenstadt, die mich reizen würde. Sonst würde mich nichts reizen. New York reizt mich absolut nicht. Zum Beispiel. New York würde mich Nee, gar mich nicht auch reizen. nicht. Aber ich möchte gern mal. Wie heißt nochmal diese berühmte. Ist es Shibuya? Weiß ich nicht. Über diese berühmte Kreuzung drüber laufen. Nein, aber auch so, Tokio hat auch ein paar super interessante Sachen, wie das Godzilla-Studio und auch das noch zig andere Sachen, die dort sind. Tokio wird mich auch reizen, aber ich glaube als erstes Osaka, weil da gibt es richtig geile Tempelanlagen, da hast du Super Nintendo Land und das Nachtleben in Osaka soll Ich finde ziemlich cool sein. Osaka einfach nur so wundervoll, weil Osaka hat Kultur, es hat Hat Dinge für alles den von allem ein bisschen. Tourismus, es hat Genau. nice Food, es hat alles. Genau, das hat alles von allem. Deswegen würde ich Osaka als erstes hier auch mal bevorzugen. Ja. Ja, ich Ja. auch. So, und sollte das noch, was ja auch nicht schlimm ist, noch dauern, bis ihr das alle zusammengespart habt, dann fliege ich erst einmal vor in die Türkei. Das kriege ich wieder schnell zusammengespart. Ich glaube, das kannst du ruhig noch machen. Ich denke auch, ja. Weil ich möchte noch mal nach Türkei. Aber Kroatisch, Moment mal, was war jetzt mit Kroatisch noch mal? Kannst ruhig Kami sagen. Kami, ja, dann mal sage ich Kami, ist einfacher auf jeden Fall. Kroatisch ist auch, als Sprache kann ich das nicht beurteilen, aber Kroatisch würde ich auch mal gerne Urlaub machen, auf jeden Fall. Kann schon die Basics. Ich lerne über Duolingo. Ja, sehr geil. Willst du mal irgendwie nach Italien reisen, Liebe? Löwenkrone. Könnt ihr vielleicht MS beschützen? Er spielt nur fürs Team. Ja, sicher. Wenn das möglich ist, klar. Logisch. Aber war ja ein bisschen, war ja jetzt auch schwierig in der Runde. Aber wenn man den beschützen kann, dann werde ich es versuchen. Aber es war jetzt. Ich hatte jetzt gefühlt, es ist tatsächlich schwierig, überhaupt jemanden zu beschützen. Ich war halt fast die ganze Zeit verletzt. Aber wir können ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, klar. Aber es geht aber auch nicht immer jede Runde, weil ich war halt fast 80% der Runde verletzt. Wie soll ich den beschützen? Aber klar, vielleicht auch den Fokus.
den Fokus nicht nur auf uns nehmen, also Emmy und ich jetzt oder so, aber ich finde eigentlich schon, dass wir sehr fürs Team spielen. Vielleicht haben wir unterbewusst ein bisschen mehr zusammengespielt. Hab einmal gemacht und mega. Warte, etwas außerhalb. Warte, steht in Japan ist Hammer, wenn man wirklich etwas dorfmäßig ist und deren Leben für 3 Wochen lebt. Ja, das würde ich auch gerne machen, Kami. Das finde ich auch ziemlich geil. Ich will halt nicht nur Touri-Scheiße machen, am liebsten. Ich will auch kulturelles Leben führen. Ne, mit wie die leben. Das fühle ich so hart, was du gerade sagst. Es kann auch sein, dass, ey, ich kenne die japanische Kultur nur von, ich sag jetzt mal, Animes oder Videos, die ich darüber schaue oder irgendwelche Travel-Videos, Vlogs und sowas. Aber vielleicht sage ich ja auch, wenn ich einmal in Japan war, ja, war nicht meins, kann sein. Vielleicht safe, kann gut sein. Weil es auch eine so krasse andere Kultur ist. Aber ich will das auf jeden Fall mal erleben und mal mitmachen. Und dieses kulturelle Ding feiere ich sowieso. Ich bin kein Typ, der, wie jetzt auch in der Türkei, machen meine Eltern zum Beispiel, die sind nur im Hotel und gehen mal ein bisschen shoppen. Sonst machen die nichts. Das finde ich ultra langweilig, ne? Wenn ich irgendwo in einem Land bin, dann will ich auch die Kultur erleben. Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jeden Tag am Wandern ist. Ich bin eher gechillt im Urlaub unterwegs. Außer ich finde halt, Japan ist wieder ein anderes Ding, weil die Kultur so krass anders ist. Aber ich möchte auch schon was erleben. Wenn ich in der Türkei bin, dann will ich mir auch zum Beispiel römische Ruinen angucken oder sowas, ne? Oder auch meine schöne, große, tolle Moschee mir anschauen oder so, falls das möglich ist. Versteht, was ich meine? Also Kultur finde ich ganz wichtig im Urlaub. Weil ich kann ja auch zu Hause bleiben, ne? Gehe ich ins Schwimmbad oder so, bei schönem Wetter. Stadt und Dorf ist was ganz anderes. Ja, auf jeden Fall. War es Mr. Nippon oder so, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, irgendein Deutscher, der in Japan lebt. Und der hat einen Autohändler besucht in Japan. Und der hat sehr ländlich gelebt. Und das war super interessant, das Video. Auch diese ländlichen Gegenden zu schauen. Das war schon interessant, auf jeden Fall. Das ist wirklich was anderes. Vor allem auch die Unterschiede, dass in der Stadt gefühlt keiner ein Auto hat und am Land, da haben sie eher noch ein Auto und solche Sachen. Wurde zumindest in dem Video gesagt, ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber das finde ich schon sehr cool. Vor allen Dingen finde ich halt an Japan, und ich sage das jetzt wirklich nur als Außenstehender, der nur Videos gesehen hat und so, finde ich halt so faszinierend, dass du so viele Ecken hast, die so unterschiedlich sind. Der Killer kommt. Es ist der Clown. Clowny. Ja. Das mag ich halt an Japan. Ich lasse mich hinten. Der hat Dying Light. Das ist nicht geil. Das ist auch nicht geil. Ich hab jetzt so die Quest What the gemacht. fuck? Ey, ich muss in dem Terrorradius von dem. Hallo. Kommt rüber. Oder? Ja. Nee. Doch, ich hab Terrorradius. Der chase mich. Ja, der chase mich. Der ist nicht am Gen vorbeigelaufen. Ja, der dachte, mein Haben Ass Sie ist. sich hier? Aber meint. Dachte, mein Ass ist knackiger. Knackiger. Das ist it's good English, my friends. I'm down. Ja, egal. War dumm, auch den Hook zu machen, aber ich wollte die Quest jetzt endlich überschaffen. Ich habe jetzt den Survivor. Doch, Vittorio war es, ne? Habe ich gewechselt, doch, ja. Beim Labern gewechselt und nicht mal gemerkt, dass ich gewechselt habe. Geiler Typ. Thailand, aber. Thailand. Thailand ist auch geil, ja. Dattendorf ist was ganz anderes. Genau, ja, deren Kultur mal live erleben. Ich will unbedingt mal nach Amerika, stell mir das so schön vor. Amerika bin ich auch, aber tatsächlich nicht so einer dieser Megacities. Ich habe eine gute Freundin, die Emmy natürlich auch kennt, die in Amerika aufgewachsen ist und die will mir mal ihre Gegend zeigen, wo sie aufgewachsen ist. Ich glaube, bei Amerika ist es sogar mehr, und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ist es mehr die Natur, die mich interessiert. Sowas wie Rocky Mountains, die riesigen Wälder oder sowas. Ich war Sowas würde auch mich oft in reizen. Amerika. Manu. Ja, wir können auch nach Amerika irgendwann, meinte ich auch nichts gegen. Ja. Ja, du warst auch viel in Amerika, das stimmt. So als hätte ich nicht auch Family in Amerika. Ja, aber Mann. bei Delia ist es halt dicker im Kopf, weil sie halt wirklich in Amerika auch gelebt hat. Du nicht, Fräulein. Ich werde gechased. Bist du nicht? Der hat abgebrochen. Aber ich muss dazu sagen, Leute, ne, wegen eben nochmal mit dem Retten und Beschützen, ich versuche das, aber ihr wisst, das Motto momentan allgemein, wenn ich Survivor spiele, ich spiele hart auf Quests, ne? Also, das sage ich nochmal, betone ich nochmal, ne? Wenn ihr hier mitspielt, wenn ich zum Beispiel raus kann, ich habe eine Quest, wo ich raus muss, nicht, dass ich einfach rauslaufe, dann gehe ich einfach raus, dann lasse ich euch rein.
wenn ich eine Quest habe, wo ich einen Haken sabotieren muss, dann sweat ich auf dem Haken manchmal ab und zu. Aber ich versuche schon fair zu spielen und die Leute zu unterstützen. Aber in erster Linie, weil ich Zeitdruck habe und nur noch 18 Tage sind, spiele ich hart auf Quests. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber das sollte jedem klar sein, weil das kündige ich immer an, um da. Kann jemand abhängen gehen oder? Ja, schwierig gerade. Ich komme. Ich sehe schon. Ah, ne, Mike kommt, glaube ich. Oder bin ich näher? Ja, der campt. Nee, ich weiß nicht mehr, wer ist. Der kommt aber zurück, ja. Ja, der campt halt. Ich geh hin. Ich komme. Ich weil wir alle. Ja, gut, kann er auch. Wir sind alle verletzt. Das macht Sinn. Ja, ja. Ich bin da, ihr habt mich gesehen. Guck, ob du den irgendwie tanken wirst und schaffen. Doch. Oh! Ja. Du Maschine! Ja, er tunnelt dich Nein, jetzt dafür. Nicht tunneln, das ist ja, er tunnelt dich jetzt dafür, der ist pisst. Ich versuch den Haken zu sabotieren, ich werde es nicht schaffen. Oder? Diese. Ja, da vorne ist ein Haken. Ich mehr. Ja, ich werde den machen, trotzdem für die Quest. So, ich hab's geschafft. Ich bin weg. Auch wenn er mich jetzt als nächstes aufhängt. Ne, das meine ich. Normalerweise würde ich den Haken nicht machen, aber für die Quest mache ich den jetzt. Natürlich ist das dumm, da einen Haken zu machen und dann chase der Killer mich direkt danach. Okay, ne, mach ab, geht jemand abhängen. Der ist bei mir. Ja. Mein Kobe-Parameter steigt. Genau, erstmal lieber einen Gen machen, wenn der fast durch ist. Heilen könnt ihr mich später. Ja, du hängst, glaube ich, auch in der Nähe von einem Gen, hast du gegangen, ja. Ja, ja, hast du. Ich mach den Gen jetzt. Mit meiner Kiste. Ja, doch, Dying Light. Mehr defensiv zu sein. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie Dying Light heutzutage ist. Muss ich geheilt werden? Weil ich ihr sonst einen Debuff habt? Das weiß ich nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube. Mal durchziehen jetzt. Den Gen am Hügel, ich hoffe nicht, wir 3-Gen uns gerade. Ich habe keinen Überblick mehr über die Gens. Ja, der Gen am Hügel ist einer der 3-Gens. Okay, sehr gut, dann ist er jetzt weg. Er verkackt es gerade! Er chased uns. Ja, Mike und ich sind beide hier, er ist hier. Ich hau mal ab. Mike hat nämlich noch nicht gegangen, kann er ruhig gerne chasen. Ich bin an dem anderen Gen, wo jemand hier dran war. Neben meinem, der fertig wurde. Das war ich, glaube ich. Sorry. Nee, alles gut, ich bin da jetzt dran. Ich hab's Skill verkackt. Ach so, nee, du bist beim nicht bei Healen. Mir. Ach so, nee, nee, ich beim bin... Beim Healen. Ach so, beim Healen. Hab ja, kommt drüber, kommt drüber, kommt drüber zu mir. Ich muss weggehen, weil der Gen in der Nähe von ihm ist. Der wird jetzt eh abcampt. Lass mal, vielleicht heilt er mich mal. Ja, einer, einer kann abhängen, genau. Ja. Dann könnt ihr zu zweit abhängen. Ist jemand Deadhook von uns? Ja, dann mach, geh du an den Gen und wir hängen ab. Okay. Pass ein bisschen auf, er kommt zum Gen. Oh, der hat meine pinken Haare gesehen. Oh, der hat sowas von meine pinken Haare gesehen. Ich gehe jetzt abhängen. Versuch zu überleben. Ah, okay. Dann versuch ich jetzt. Komm, hau ab. Ich bin hinter dir. Bei der Check sind die anderen. Aber egal. Nimm, was du kriegst. Vorsicht, Leute. Er chase die anderen. Du bist jetzt wieder. Ah, das ist nicht so gut. Main. Ja, haut erstmal in der Ecke ab und heilt euch alle. Ich tanken hit jetzt bei Mike, dass er nicht gechased wird. Ich bin im Main Building. Ja. Ich gehe hin, das ist bestimmt irgendwo irgendwas. Jump drüber, Mike, oder hau ab. Genau. Oh, guck mal. Ja, wurde gehittet. Er chased mich. Fuck, ich bin jetzt down. Das werde ich schaffen. Ja, egal.
Geh aus der Pelle raus, geh aus der Er ist Pelle raus, geh aus der richtig. Pelle raus, geh aus der Pelle raus. Er ist richtig pissig, glaube ich, weil wir den Hits denken. Er nickt gerade, er schüttelt gerade mit dem Kopf. Er ist sichtlich genervt, glaube ich. Egal. Ich lese mal daran in der Zeit die Kommentare mal weiter. Will mal unbedingt nach Amerika. Die haben es ständig auf dich abgesehen. Wer jetzt der Killer? Ja, gefühlt, ja. Amerika gibt mir Stranger Things Vibes. Ja, das fühle ich halt. Das macht auch Stranger Things sehr gut. Das bringt es auch gut rüber, ne? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt Skincheck verkackt, weil ich den Chat geguckt habe. Ich sag ja, ich lasse mein Team hängen. Komm ich ehrlich. Killer ist noch hier bei mir. Mike ist auch da. Mike geht gerade weg. Ich glaube, wir verkacken das gerade ein bisschen. Bisschen. Ja, Mike wird hochkommen. Es könnte jemand jetzt. Shit. Die Hooks sind aber auch hart hier gespawnt. Danke. Hab dich. Ja, ich bin sowas von weg, Überhaupt nicht Leute. da. Ich, der Lauf, kommt, der lauf, kommt lauf, lauf. rüber. Der kommt rüber. Ich bin falsch gelaufen. Fuck! Ist Okay. nicht cool. Nein, ich hab noch eine Pellet. Geht weg, geht weg. Macht Jens, hängt Ich ab. geh retten. Ja. Genau, hier, Ente ist Tunnelter? Ja, der nicht Tunnel, er chased mich, weil ich raus bin. Nee, doch nicht, er chased Ente. Okay, das ist gut, weil Ente ist der First Hook. Ich glaube, der kommt zurück. Ja. Wir haben aber auch Nee, zwei never Gen. mind, Wir never haben mind. zwei Gens auch nebeneinander. Wo ist denn der letzte? Einer ist hier in dem Dingens, einer ist neben der Shack und der andere ist ein bisschen weiter hinten in der Ecke. Wo ist denn Dingens? Main Building? Nee. Bei dem Loop, wo du eben hingst. Ah. Da, Ja, wo Ente jetzt hängt. dann hat er ein 3-Gen. Es ist nicht wirklich ein 3-Gen, das ist quer über die Map verteilt. Ja, dann lass doch Es den sind halt nur Weizen beide nehmen. vorne, das ist halt kacke, aber die kleben nicht so aneinander. Ja, aber das ist ein 3-Gen. Also, ich sehe zwei hier. Ich sehe den dritten halt nicht. Eins, zwei. Der andere ist hier in Changajun. Einer neben der Heck und einer weiterhin in der Ecke. Ich sehe den dritten halt nicht. Weiter hinten in der. Wenn Check oben rechts ist, ist der letzte Das ist ein oben. 3-Gen. Das ist ein hart. Ja, kein hart, aber es ist ein 3-Gen. Natürlich. Ist ein leichter Three-Gen. Dick verteidigt der aber verdammt gut gerade. Nee, das ist ein 3-Gen. Das wird er auch gewinnen, wenn wir uns nicht aufteilen. Der ist was weiter hinten, der hier. Aber hier gibt es doch kaum Loop-Möglichkeiten. Oder Pallets oder so in der Ecke. Du hast hier das große Ding und so. Nee, das ist ein 3-Gen Ich für mich immer noch. bin bei dem zu bei von einem großen Ding bin ich gerade Ja. angekommen. Genau, lass uns aufteilen. Ja, genau. Hallo. Ja. Wir sollten uns aufteilen und die Gens machen. Aber das ist 3-Gen. Definitiv. Es ist jetzt kein Möchte ich krasser, gehen wegen richtig Dying krasser. Light oder lieber Jen? Lieber Gen, komm. Rest in Peace, Ente. Ja, es ist leider wieder gestorben. Was willst du da machen? Du kannst ja nichts machen. Das hätte sehen treffen können von uns. Ente hat sich fürs Team geopfert. Der wird rüberkommen. Zieh durch, zieh durch. Zieh nicht mehr durch. Ich dachte, ich mit durch. Oh! Nein, das hätte nicht gereicht, das haben wir nicht geschafft. Bist du tot? Nee. Er chase dich, das ist gut, da Nee, kann ich noch den Jet nicht. durchziehen. Jetzt bin ich tot. Jetzt bist du tot. Für den Okay. Jen! Ehre. Ich hab nämlich Adri. I'm dead. Direkt ich Bye, hier guys. auch. Fuck, 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 fuck. Ich muss aufpassen. Bye. Wir sehen uns wieder am Campfire. Wir sehen uns in der Lobby. Ja, er hat das aber gut gemacht. Er hat halt einen 3-Gen. Bringt das was, wenn ich mit dem Ding rausrenne eigentlich? Versuche ich mal. Er hat das gut schon verteidigt. Ja, aber ich finde, wir haben uns auch gut gehalten trotzdem. Dafür, dass es scheiße war, ja. Das müssen wir nur noch. Ja. Oh. Oh. Okay, natürlich. Natürlich hat er Not. Okay, Freunde. Ich würde sagen, du gehst Richtung Ausgang Ich gehe Richtung und Ausgang. verpiss dich. Der wird auf 4K sweaten. Ja, sag ich ja. Ja. Kommt von rechts.
dass ich ihn hochheile. Heil dich hoch. Und weg. Jetzt müssen wir Schütz-Dicky spielen. Beide. Also Note suche ich jetzt nicht. Hier einfach unten zum Ausgang. Muss das jetzt exit-mäßig aufteilen. Und ein Aufgang ist, Ausgang ist Hälfte. Oh. Ich wüsste. Okay, ihr habt den hoch, egal. Ehre. Ja, war nicht mehr zu machen, wenn er noch Not hat. Ja, sorry Leute. GG. Kommt mal leider nichts machen. Der war nicht schlecht. Möchte auch in die Wüsten. Genau, Wüsten würde mich auch interessieren, mal in so einer amerikanischen Wüste Prärie zu sein. Last of Us Platin-Trophäe gemacht vor ein paar Monaten. Ja, geil. War die schwer zu kriegen? Last of Us 1 oder 2? Evil. Respekt. Was meinst du mit Respekt? Dass wir wieder Ents sterben lassen haben? Aber da können wir jetzt wirklich nichts machen. Das war jetzt Pech. Eher Platin. Ach so, mit Platin. Ich glaube, okay. Das ging auf Platin. Ja, okay. Nein, das war ja ein Spaß auch. Ich habe das schon auf Platin bezogen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass Ente wieder gestorben ist. Aber wir konnten halt wirklich nichts machen. Nein. Alles gut, Löwenkrone. Das habe ich mir fast gedacht. Das war eher ein Spaß. Spaß, eine Mischung aus Spaß und schlechtem Gewissen, dass Ente wieder tot ist. Aber Ente süß-sauer ist auch lecker. Verstecke dich insgesamt 120 Sekunden innerhalb des Terrorradius vom Killer. Das machen wir mal als nächstes, weil das ist schön auf entspannt. Und wir wählen einen neuen Survivor, der da sein wird. Nia! Aber die hatten wir heute schon. Die lasse ich mal aus. Feng! Yes! Die hat so wenig Skins, die Feng. Die braucht dringend neue. Und ein weiteres Prestige-Level für Yui. Nice. Oh. Ja, haben wir für noch ein paar Perks auf Stufe 3 bei ihr, deswegen pumpe ich gerade alles in die rein, was ich habe. Aber es gibt Fortschritt. Und gelingend nutzen. Spielen wir hier Standardbild wieder von mir. Kiste nehme ich mal nicht mit. Und ansonsten lasse ich die so. Ich glaube, ich lasse die so. Ich lasse die so, glaube ich. Ich mache die Kombi. Let's go. Ich mag das Outfit, die Kombi. Sieht wirklich fancy aus. Dankeschön. Ja, jetzt einfach nur. Ich finde die knalligen Haare, die haben was. Ja, klar. Ich mag das Outfit. Ja, das ist auch gut. Ich glaube, das war auch Community-Outfit, mal, wenn ich mich recht erinnere, im Pass. Also es war von irgendjemandem aus der Community erstellt. Haben die ja jetzt gerade auch im Pass wieder welche. Aber das ist ein cooles Outfit. Was, wo ich auch das Pink akzeptiere. Was mich, ich weiß, das ist ihre Signature-Farbe, aber ich mag halt nicht, dass sie halt gefühlt in jedem Skin Pink hat. Ich hier kann nicht jeder wie Jake sein. Nein, hier finde ich das vollkommen okay. Ja, da fühle ich das Pink, aber dass sie halt immer irgendwo, wenn die grüne Klamotten anhat, nein, sie muss auf jeden Fall irgendein scheiß Tuch haben um ihren Arm, was pink ist. Das macht das ganze Outfit kaputt. Ich weiß, das ist von ihrer Mädchen-Motorrad-Hardcore-Gang das Symbol, okay, cool, aber es muss doch nicht für alternative Skins sein. Das macht mir, deswegen spiele ich die auch nicht gerne, weil das macht mir so viele Skins von der komplett kaputt.
das muss ich ja sowieso sagen, von Dead by Daylight her, die besten Art und Weisen, Skins zu kombinieren, oder was heißt überhaupt, so Skin-Kombis, das feiere ich bei Dead by Daylight mega. Dass du Kopf, Oberteil, Hose ändern kannst. Nicht so wie bei Overwatch, dass du nur einen fertigen Skin kaufst, dann kannst halt, ja gut, kannst den Charme wechseln, die Waffe und so. Das sind natürlich andere Arten von Games, ich weiß, aber das mag ich. Das finde ich sogar noch besser als bei Fortnite. Bei Fortnite kannst du ja immer den Backpack wechseln, Pickaxe und so. Aber ich würde mir wünschen, dass man auch so gewisse Klamottenteile irgendwie wechseln kann. Das fände ich ganz cool, wie hier in DBD. So kann man sich seinen eigenen Skin kreieren. Das mag ich mega. Freunde, lasst ein Däumchen oder ein Abo da. Vielen Dank für euren Support. Das hilft dem Channel weiter. Die Tage kommt wieder ein neues Video. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich endlich mal auch am Wochenende ein paar Shorts hochlade. Und auch ein neues Video kommt. Ich will ein neues Bild mit Unknown machen. Und das wird dann so auch am Wochenende rausgehauen werden. So, dann wollen wir mal. So, wieder ein schönes Blutgerinnsel eingesammelt. Einfach mal mit Thrombose rumlaufen. Das jetzt nicht. So, da heißen die Dinger wirklich Blutgerinnsel. Thrombosen sind Blutgerinnse, ja. Ich weiß. Also heißen die Dinger auch Spirit. Was? Chase mich. Oh, hi. Ja, sie hat abgebrochen, weil ich flink hab. Was sind die reingelaufen? Lange nicht mehr gegen den Spirit gespielt. Ich auch nicht, ich bin leicht verängstigt. Geht. Ich bin jetzt nicht der größte Fan gegen Spirit zu spielen, aber es geht. Ich finde das andere Killer, wie gesagt, Trickster finde ich super nervig, da komme ich nicht drauf klar. Und Nurse ist halt Nurse. Nurse ist halt Bullshit. Die hat Was hat die? ja, ich weiß nicht, was Was macht das Perk? Beschreib. Venus Gen geht Puff in der Nähe. Stromstoß, Spannungsstoß. Yes. Komm, jetzt abhängen, zieh den Gen gerade noch durch, dann hänge ich Enter ab. Bin schon Ah, da, okay. alles gut. Ah, die ist bei euch in der Nähe, glaube ich, noch. Ja, Das ist jedenfalls die nicht. kommt, lauf, lauf, lauf. Ich versuche euch mal entgegenzukommen. Jesus Christ, habe ich mich erschrocken. Ich sehe Ente. Getunnelt! Ja. Klassische Spirit. Das Ist auch eine mit Ziel. blauen Augen. Ja, know it. Das Bestimmt. Tod muss machen. Die sieht dich safe. Mich? Nee, ich meinte Ente. Hab sie doch nicht gesehen, weil Ente sah bei mir aus, als ob das ein Stück von der Ecke hervorguckt. Ich wollte halt Ente heilen, aber Ente musste halt vorsichtig spielen, dass er nicht gesehen wird. Deswegen wollte ich ihn jetzt auch nicht heilen.
Ich habe zwischendurch versucht zu heilen, aber er hat dann abgebrochen. Verständlich, weil Killer und so in der Nähe. Ich bin da bei der Nähe zum Abhängen. Wir müssen mal gucken. Okay, du bist am Gen dran, das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch keine Yes. krasse Spirit. Ich bin am Hügel in der Nähe. Ich versuche abzuhängen. Ja, nice. Müssen gucken, dass wir noch einen Gen in der Mitte machen. Ja. Ich gehe gerade so in Richtung Mitte, das in der Ja. Nähe von der Shack, so quasi Sie hinter dem Hügel von der Shack. kommt Bei safe. einem Sie kommt zurück. Truck. Ach, den Jenner am Truck. Die hat mich jetzt gehittet, aber ich habe es jetzt extra gemacht, dass sie nicht Mike chase, aber ich befürchte. Nee, sie chase mich sehr gut. Sehr, sehr gut, sie chase mich. Sie bricht ab. Okay, sie ist wieder bei uns, sie ist bei mir und Mike. Wir sind an der Shack. Ich bin hinter dem Hügel von der Shack am Truck an dem Gen. Die chase mich. Hi, mach Sie den Gen. faced. Ja, sie hat mich jetzt scheiße. Sie hat mich nach hinten geguckt, ich depp. Ja, wir machen Free Gen Gen, Bravo. Ja, sehr gut, sehr gut. Ist okay, lieber mich als Mike, der gerade gehangen hat. Komm in den Keller. Aber tatsächlich, muss auch wieder gegen Spirit reinkommen, tatsächlich. Oh, hi. Oh, ich glaube, der Coop. Oder oh, das war ihr. Ich glaube nicht, dass das Das ihr kann, Kreis war. Coupe de Gras ist im Kreis, ne? Ja. Der Effekt. Ich weiß, aber das war, glaube ich, nicht ihr Vielleicht hat Kreis. sie Oder auch ist das Coupe de egal, Gras welchen mit, das. Kreis? Nee, ich glaube, das ist. Das weiß ich gar nicht, ob das egal ist. Lass mal schnell alle heilen. Das kann sein auch. Nee, ich glaube, das ist nur in Ich ihrem komme Richtung Kreis. Shack. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann auch innerhalb des Kreises sein. Ich komme in den Keller. Ja, wir heilen uns mal kurz. Lass schnell, komm, Leute, lass schnell hier rein. Schnell. Double Heal geht schneller. Vor allem, wenn du noch Anführer dabei hast. Die Faced. Ja, die wird die Scratchbox gesehen haben. Ja. Okay, jetzt müssen wir abhängen. Müssen den Check-Gen machen, der ist echt kacke. Die ist noch hier in der Ja, Nähe. ja. Aber es sieht gut aus. Zwei Gens, alle First Hook, das geht noch. Sie hat mich gesehen. Nee, sie geht in den Keller. Let me take that hit! Nein! Chase sie dich? Hui, was ist dein Plan? Okay, chase Ich bin mich. Rekord, was ist dein Plan? Sehr geil. Sicher? Ja, die chase mich. Okay. Okay, das ist ein Hit. Alles gut, soll ruhig, alles gut. Ich will die weg von dem Mach den Gen. Jump weiter, mach den Jump weiter. Chase mich. Ich gehe wieder Richtung Shack, weil die Pellet so kacke ist. So, schaffst du das auch? Ah, fuck, ich schaff's nicht mehr. Mann, ich hätte die Pellet vornehmen sollen. Mann, das ärgert mich, wie schlecht von mir. Okay, es geht, Habt ihr glaube ich, wieder Richtung ansteckende Keller. Angst? Habt ihr aufgeschrien? Nein, oder? Ich glaube, irgendwer hat mit aufgeschrien. Hab ich nicht gehört. Ich habe aufgeschrien. Ich bin wieder im Keller. Ah, kacke, das war so schlecht von mir. Keller ist nicht so nice, du. Nee, vor allem auf der Map nicht. Ja, ich hab mich verschätzt. Ich dachte, ich schaff die Pallet noch. Ich spiel grad richtig schlecht gegen die. Das ist sowieso eine Hi! gute Killer-Map. Wir müssen noch einen Gen machen. Wir haben nur zwei, die Second Hook sind. Das geht doch fit. Ja, aber die Map ist halt echt gut für Killer, ne? Alles Ja, beieinander. aber irgendwo auch echt schlecht für Spirit. Finde ich tatsächlich nicht. Das Naja, ist weil eine. man die halt von weitem sehen kann. So. Ja, Man das. weiß, wenn die nicht angreift und zu dir kommt. So, müsst ihr zahlen. Die ist bei der Shack. Ja, Kommt wieder zurück zu mir. ja, ich glaube, Ente geht gerade abhängen. Steht auf dem Hügel. Nee, er kommt zu Wir euch. sind. Ja, alles gut. Wir halten uns alle Double Die Heal-mäßig chillt auf hoch. dem Hügel. Ja, Softcamped. ich sehe die.
Alles gut, wir heilen uns hoch und dann können wir dich abhängen. Die beiden Jungs gehen abhängen, ich mach den Gen. Weil ich der Tuck bin. Ist. Na, ich spiele aber auch einen absoluten Rotz gerade. Nein. Sonst muss jemand tauschen von euch. Ja. Genau, sehr gut. Das ist besser, als sie jetzt sterben zu lassen. Das kostet Zeit. Okay. Ich komme kurz rüber. Also zumindest so ein Stückchen. Ja. Dann Ente kann ich dich geht in den heilen. Keller. Ja, wahrscheinlich will er mehr Kids suchen. Komm her, ich heile dich schnell. Die kämpft ja eh. Hoffen wir mal. Du bist auch der Tuck. Ah, der heilt sich da unten, siehst du? Ja. Ja. Okay, jetzt müssen wir hoffen, dass. Ich kann versuchen, auch abhängen zu gehen. Ist egal, wer eigentlich der Tuck ist von uns beiden, bleibt du beim Gen. Jo, ich habe Déjà-vu. Ich kann ein bisschen schneller machen. Genau, ja, dann sowieso. Du hast Gen-Perks, dann machst du den Gen jetzt. Viel Erfolg. Der hat die Facecap ein bisschen. I mean, wenn sie Face kennt, dann kann er irgendwann gucken. Ja, aber ich bin jetzt da. Und er wird es nicht überleben, bis dahin. Sie ist weg. Oh, doch, er kann. Sie hat zu lange gefacecampt. Okay, gut. Hat doch geklappt. Sehr gut. Okay. Sag ich ja. Doch, ich werde jetzt einfach mal verschwinden in der Hoffnung, dass er wegkommt. Ich werde jetzt mit Flink erstmal Richtung Scheck. Als Jin bin ich Nice, durch. nice. Ich mache den rechten linken aus. Ich mache den Ausgang meinem Truck. Mike geht zum Bagger. Da ist aber auch sie, sie sieht Mike. Ich versuche jetzt. Bin hinter beim Ich Truck. denke, dass sie Note hat. Oh shit, die hat Safe Note. Ich bin falsch gelaufen. Ja, sie hat Note, das war klar. Es war so klar. Ich bin aber auch scheiße wieder gelaufen, Mann. Es war so klar, dass sie Note hat. Und ich lauf so beschissen. Ja! Es war Ich so hab doch klar, dass sie gesagt, Note hat. die hat Deutsch. Ja, die hat Die blaue hat blaue Augen. Augen. Blaue Augen gleich Note. Es ist immer so. Seitdem ich dieses Scheißspiel 2016 spiele, Note, blaue Augen. Blaue Augen, Note. Jedes Mal. Ich crouch zu der Palette. Sonst sucht das Ich such tot. Noah. Ja. Es ist jetzt 50-50. Die wird jetzt jemanden heilen und jemanden aufhängen. Oder sie wartet, bis sie. Versuche mich hochzuheilen, anstatt Noah zu suchen. Das ist jetzt einfacher. Ich glaube, sie kommt. Nee. Ich will auch Noah suchen, scheißen. Weil heilen brauchen wir uns auch jetzt nicht mehr. Sie kommt. Sie ist hier, sie ist Oh hier. ja. Ja, dann geht darum. Ist okay, komm. Mach weiter den Exit. Versuch den Exit irgendwie. Ja, komm, 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 mach die Pallet. Ich krieg den Ausgang da nicht. Ich gehe zum anderen Ausgang. Ja, okay, dann gehe ich auch zum anderen. Oh, ich habe Norbert gefunden. Oh, Ich sie hat bin mich tot. gefunden. Ne, sie hat mich Gleich. gefunden. Safe. Boah. Scheiß auf Note, Exit. Wo ist der Exit? Bisschen weiter rechts. Ja, ich gehe gerade hin. Hitchhiken ist unnötig, Leute. Ja. Macht einfach den Exit. Mach auf! Macht den Exit einfach auf. Ich gehe zur Note. Versucht ein bisschen Zeit zu schinden. Shit, Ah. shit, 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 shit. Ja. Nee, nee. Ah, Ich bin Leute! am Ausgang, ich bin am Ausgang, ich Okay. bin am Ausgang, ich bin raus. Ich bin nicht raus! Egal! Mike kommt raus. Die zwei kommen raus, alles gut. Gott. Die können kriechen. Geh nur am anderen Exit raus. Ich bin tot. Warum habe ich das Totem gemacht? Ich weiß es nicht, warum bist du nicht zum anderen ausgegangen? Weil ich dumm bin. Sie kommt aber, ich werde mit Flink abhauen. Ich bin tot. Ja, fuck! Warum hab ich das Tote gemacht? Ich Trottel! Nein, war Spaß. Das war dumm. Warum habe ich das Totem gemacht? Oh, war das dumm. Warum habe ich das Totem gemacht? Ja, selber schuld, dass ich gestorben bin. So dumm.
GG. Ich finde das wundervoll, wie der Killer T-Bag is a Skill heißt. Geil. Also, der Killer hatte Nurse's Calling, Bamboozle, Bit und Search. No hat auch noch nur Stufe 2. Eieieiei. Oh, das war so schlecht gespielt von mir. Wann mache ich das Totem? Was für ein Blackout, Alter. Hi, Toni. Nächste Woche, Leute. Ich weiß noch nicht wann, aber nächste Woche am Donnerstag habe ich offiziell mein Vierjähriges auf diesem Channel. Da wird es einen längeren Stream geben. Kein 24-Stunden-Stream, könnt ihr vergessen. Aber einen langen Stream mit was. Oh. Nein, Leute, ich will den Schlafrhythmus nicht zerstören. Wenn ich bis dahin zerstört habe, geht es im 24-Stunden-Stream. Aber mit was zu gewinnen. Ihr könnt Das Guthaben gefühlt gewinnen. heute schon zerstört. Nee, 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 nee. Nein, glaube ich nicht. Ich werde Der mich wieder. Geburtstagsstream ist mit, der ist am Anfang von den Ferien kommen. Der ist einfach in den Ferien. Oder was? Der Was? Geburtstagsstream ist Ja. nächste Woche. Ja, Donnerstag. Ich weiß. Ja. Danach ist er eh noch. Ja. Okay, Leute, jetzt werde ich einen Räudig machen, wenn einer hängt und da ist ein Exit offen, ich bin raus. Ich sag's nur. Na, ich hab's jetzt gesagt. Wenn ich mitspielen will, kann ich verstehen. Aber ich werde den Anti-Mate machen. Ich spiele Dwight. Der kein Anti-Mate ist, Ich aber. muss mich im Killer-Radius verstecken. Ja, ich hab's gerade geschafft. Das So. war natürlich auch sehr einfach bei einer Spirit. Ja, das stimmt. Gucken, ob ich ein neues Outfit kombinieren kann. Ich würde so gerne Serena spielen, aber ich habe die Perks bei ihr Das nicht drin. Outfit Ich habe kenne gerade das ich Fünfte gar nicht. gekauft. Ne, es ist nicht Serena. Wen ist denn das? Das ist vom Pass, ist das. Das sind diese das blaue Ding vom Pass. Für wen bist du? Wer bist du? Ich bin Dwight. Ach, Elodie! Ach so, du. Elodie, ach so, du bist da, okay. Also nächste Das ist Woche Elodie. Geburtstagsstream, Freunde. Warte noch nicht. Wir spielen Dead by Daylight auf verschiedene Games und man kann Guthaben gewinnen. Nächste Woche. Also Bam. wird kein hoher Betrag sein. Okay, passt sogar farblich. Wird kein hoher Betrag sein, wird eine Kleinigkeit sein, aber würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, gemeinsam zocken, was gewinnen, Spaß haben. Wir werden DBD, Quiplash spielen und was wir sonst noch spielen, weiß ich nicht. Vielleicht ein Horror-Game oder so ein kurzes, mal gucken. Wir schauen mal. Auf jeden Fall wird es ein längerer Stream. Wann, wie, wo, werde ich noch alle euch sagen. Wo ist Déjà-vu? Da ist Déjà-vu. Also ich muss sagen, Ja. das sieht fancy aus. Es hat was. Ja. Welche Hose? Die kurze oder. Warte. Oder. Die Nicht die hier. kurze. Die hier. Nicht die kurze. Die Die hier ist farb. auch kacke. Ja, aber es muss farblich passen. Die ist am Die besser. hat rote Socken, die passt halt gar nicht. Nein, nicht die andere, die davor. Welche hatte ich denn davor? Die. Weiße. Die Ja. da. Okay. Ja. Alles klar. Weil die kurze Hose aus wie ein kleines Kind. Nein, willst du jetzt sagen, Männer in kurzer Hose sehen aus wie kleine Kinder? Nein, ich will sagen, Dwight in kurzer Hose sieht aus wie ein Kind. Ach so, Entschuldigung, haben wir noch Platz oder nicht? Habe ich zu spät gesehen. Nächste Runde, ja. Tut mir leid. Wir haben Ich jetzt kann alles da noch schon. Platz machen. Nee, jetzt bist du drin. Nächste Runde, ja. Habe ich dich gesehen. Tut mir leid, Toni. Okay. Nächste Runde auf jeden Fall, ja. Wann kommt eigentlich das Horrorvideo? Löwenkrone trifft mich auf den wunden Punkt. Das war zweimal fast fertig. Dann waren zweimal Sachen, die mich gestört haben. Beim ersten Mal hat mir der Style von dem Video komplett nicht gefallen. Beim zweiten Mal hatte ich ein scheiß Heimchen hinter einem Schrank und das hat die ganze Zeit mir in den Aufnahmen gequietscht und es war fertig und dann dachte ich, fühle ich überhaupt nicht. Aber, und das ist jetzt ein Call, den ich mit Vorsicht sagen werde, ich versuche, dieses Video in den Ferien fertig zu machen. Damit ich das raushaue. Ich werde es, glaube ich, nicht so aufwendig machen, weil das große Problem ist leider, dass Share Factory, ich glaube, nur eine Stunde Aufnahme, knapp oder anderthalb Stunden Aufnahme machen kann. Und das heißt dann, ich will das Video nicht in zwei Parts teilen, ich will das in einem Part machen. Das heißt, ich muss weniger über die Spiele quatschen, aber ich werde es nochmal neu machen und ich hoffe jetzt in den Osterferien, jetzt sind 2 Wochen Osterferien, da werde ich es fertig haben, kann ich aber noch nicht versprechen. Aber dann wird es wirklich kommen. Ist ein tierisches Horror-Video über alle Horror-Games, die wir bisher gespielt haben.
Ich wollte das Anfang des Jahres so als Neujahrsdankeschön machen. Das habe ich da zeitlich absolut nicht geschafft. Und jetzt mache ich halt insgesamt nicht im Jahr 23 und davor, sondern alles, was wir bisher gespielt haben in Horror Games, wird dann in der Tierlist gepackt. Und ich überlege sogar, das vielleicht simpel in einem einfachen Tierlist-Video zu machen und das abzufilmen. Das Problem ist leider, wenn ich das immer auf PC abfilme, das ruckelt so hart. Und ich muss dann über das Gameplay nochmal drüber labern, über die Aufnahme drüber reden. Ja, aber ich glaube, ich mache das so in die Richtung und werde dann irgendwie ein bisschen Gameplay noch reinmachen oder so. Mal gucken. Ich schau mal, wie ich es mache. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt in den Ferien hoffentlich fertig kriegen. Da habe ich zu spät gesehen, Toni. Wie gesagt, du musst eine Runde warten, dann kannst du gerne mitmachen. Ja, und wie gesagt, nächste Woche, wie wir das auslosen, weiß ich auch noch gar nicht, ja. Wird es, wie gesagt, ein bisschen Guthaben geben, was man gewinnen kann. Kein hoher Betrag, ein kleiner Betrag, so als Dankeschön. Und ja, das werden wir dann verlosen. Kann dann jemand gewinnen. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir auch ganz viel Spaß haben. Quiplash ist zum Beispiel ein Game, wo ihr alle mitspielen könnt. Braucht nur euer Handy. Ich sehe schon, ich muss Was mega meinen geil Discord ist. für hier. Und da werden wir richtig viel Spaß haben. Was ich als Horror Game streame, vielleicht streame ich ein kleines Horror Game. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch nur DBD und Quiplash mal schauen. Schauen wir einfach mal. Ich habe ja den Channel jetzt wieder reaktiviert. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass jetzt hier wie früher 20 Leute auftauchen werden. Das glaube ich nicht. Und wenn es halt nur ein kleiner Geburtstag ist, dann ist das auch in Ordnung. Okay. Dann wollen wir mal. Was sollte ich nochmal machen? Weiß ich Entkommen. nicht, aber Eva Entkommen. hat ein gutes Argument gerade gebracht. Was denn? Warte kurz. Warte, was per PSN darf man, glaube ich, nicht verlosen? Ja, ich weiß, dass man das nicht darf. Ich verlose es ja nicht. Ich weiß, du darfst gewisse Dinge gar nicht verlosen. Ich könnte auch gerade, aber ich kann nicht. Ist das schon wieder das Bild? Nein, das ist Blight. Da müssen wir gucken, mal, das hier. Shit. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Nein, verlosen darfst du das nicht. Das ist richtig. Das weiß ich sogar. Weil das aber 18 ist. Naja. Müssen wir gucken, wie wir es da machen. Ich habe einen Oh, Totem fuck. gefunden. Ich habe meinen Gen gepoppt. Huch. Und blutet. I got the Thrombose. Tunnelt der jetzt Totem. ehrlich? Das ist ein Blight. Mich wundert das ehrlich gesagt nicht. Der hat's nicht nötig, okay? Ja, aber das machen viele Blights. Er hat's nicht nötig. Nee, vor allem mit so einem Natürlich, Killer nicht. Okay. Muss auch gucken, wie wir das machen. Aber man darf PSN oder Guthaben allgemein nicht verlosen, ich weiß. War ein Scherz, ne? War natürlich ein Scherz, ich verlos das nicht. Zwinker, zwinker. Nein, ich verlos das nicht. Ich meine das im Roleplay in GTA Online natürlich, da verlose ich das. Roleplay, GTA Online. Ich mag Discord, you know, guys. Der kommt zurück. Lauf, lauf, lauf. Ja. Chase me. Chase me. Paysafe darf man. Ich lese mir das mal durch. Ich guck mal. Wenn nicht, gibt's Paysafe. Vielleicht gibt's auch Oh, nur eine der herzliche Wicht, der Umarmung. Hitbox. Nein, Spaß. Wir gucken mal, wie wir es Oh, machen. ich würde Wir werden schon eine irgendwie eine Lösung finden. Umarmung Ja, du kriegst doch immer eine Umarmung. Hallo? jetzt. Ja! Du Ich kennst mich zähle den doch. Türspringer Du dazwischen. kennst mich in real life. Was hast du gerade gesagt? Seine Tim springt dazwischen. Ja, wie in Fortnite, ne? Der Arsch.
hab Light Action und ich möchte sie nicht. Wo ist er? Ist weg von mir. Sind hier zwei Gens übereinander? Nee. Scheiße! Das gibt. Er oh hatte, shit. Hat der Devour Hope. Der hat Devour Hope. Sie hat auch getunnelt. Gut, das wird eine kurze Runde. Das wird auch nichts mit entkommen. Haut ab! Haut ab! Haut ich ab! Ich hau doch ab, Mann! Danke. Chill, ich bin doch schon weg. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nie Paysafe gekauft bisher. In meinem gesamten Leben noch keine einzige Paysafe-Karte, glaube ich. Jetzt muss ich doch morgen Futter holen. Musstest du wieder? Ich werde abgehangen. Ja, wir haben aufgesetzt, Hoffnung, ob ich mich nicht einleite. Deswegen auf jeden Fall wieder. Ich suche das jetzt. Bisschen kenne ich die Spots ja noch von den Totems. Ich gar nicht mehr auf der Map hier. Das Ding ist, manche Totem-Spots sind belegt von diesen Eventbrunnen-Dinger. Ja, brauchst du nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen, das lohnt sich nicht. Wir haben den Bauer Haupt, das ist völlig egal. Das ist One-Shot, da braucht er nicht heilen. Naja, wir können gleich gemorbid werden, das wird lustig. Ja. Ich gucke im Haus. Das hat der Bauer Haupt, das lohnt sich nicht. Time. Ach ja, Blight habe ich auch absolut kein Problem als Killer, was mich am Blight stürzt, hat diese heftigen Addons, die der hat. Das ist das Einzige, wo ich den Killer halt nerven würde in Sachen Addons. Ich habe einen Toto gefunden an einem Berg, das ist es aber nicht. Guck jetzt bei der Check. Das ist das Einzige, was ich nerven würde bei ihm, die Addons. Okay, hier ist jemand gewesen, ich glaube, hier haben wir nichts. Kein Totem hier. Nein, brauche ich nicht gucken, wenn jemand hier war. Ist aber auch dieser scheiß Wald, ne? Findest hier nichts mehr. Ich mag den Wald. Nee, ich nicht. Als Killer mag ich den absolut nicht. Ich finde den super. Was ich auch super finde, ist, dass ich gerade sprint, obwohl ich Sprintburst aktiv habe. Aha. Das ist perfekt getimed. Obwohl Blight selber spielen macht schon Spaß. Ich würde gern Blightskill haben, wie Timmy den hatte. Ja, das hätte mir auch schon gereicht, wenn ich den gehabt hätte. Ich bin tot. Mike ist mein richtiger Lauf, aber er wusste es nicht. Egal, die Runde ist eh komplett am Arsch. Ja. Ja, die Runde ist eh komplett am Arsch. Gib nicht dann Mori, glaube ich. Ja. Ja. GG. Cool. Fun. Ich würde trotzdem gleich für Toni Platz machen, wenn du darfst. Ich hoffe auf eine Karte, okay. Please, 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 please. Yes. Sehe ich damit irgendwas? Ah. Ich sehe damit Gens. Ich will nicht das, was ich brauche. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Und ein Gen gemacht. Nein! Mike ist dafür gestorben. Warum hast du gerade, was ich denke, was du tust? Nein! Sicher, ja? 1000%ig. Mhm.
Gut, das ist dann gelaufen, ne? Das war so klar mit der Warhope und ein scheiß Blight. Habt ihr das Tote gefunden? Nee, ne? Ja, das Totem ist weg. Wo war das? Weiß ich nicht. Ah ja, gut. Und das ist jetzt ein Gönnt ihr die Hedge-Game. Hedge? Ich hoffe. Ich muss nur vor Blight finden. Hast du dein Offering wieder dabei gehabt? Nee, natürlich nicht. Ah! Brauche ich gar nicht. GG. Ah, der hatte noch Undying. Ja, das habe ich mir fast Der hat gedacht. tatsächlich ohne Addons gespielt. Okay, dann ich hab ja auch nicht gesagt, dass er Addons gespielt hat. Aber ja, das ist halt so ein starker Killer vom Base-Kit her. Da brauchst du auch keine Addons für, um Leute zu zerstören. Ich habe ja auch kein Problem mit Addons, aber der hat ja teilweise so Bastard Addons immer noch, trotz der Nerfs, dass es halt keinen Spaß macht, oft gegen ihn zu spielen. Aber es ist ein verdammt cooler Killer. So, Dwight hat sich geschafft. Ich muss immer noch entkommen, Freunde. Das hat gut geklappt. Ich wechsle den Survivor. Gabe ist Soma schon wieder. Das ist auch so ein Survivor, die ich so Ist langweilig Toni finde. noch da? Ich glaube, der ist schon wieder weg. Okay. Ich weiß es nicht. Ansonsten, Toni, schreib rein, dann kannst du spielen. Wie gesagt, ich würde meinen Platz aufopfern. I know, I know. Er muss sich aber melden, der Gute. Wollte ich ja eben schon, aber ich durfte nicht. Nee. Aus. Jetzt ist er nicht mehr da. Als wenn ich nicht durfte. Als wenn ich verboten bekommen habe. Ja. Ist so. Heul leise, Junge. Heul leise. Oha, ich bin gefühlt mehr da für deine Community als du gerade. Was Das soll stimmt das? überhaupt nicht. Ich bin immer da für meine Community. Frech. Absolut frech. Ich hoffe, ihr habt abonniert, weil ihr mich so gerne habt und ein Däumchen da gelassen. Toni ist, glaube ich, nicht mehr Ich da. wollte dir noch ein Bild schicken. Ja, mach mal. Mach ich mal. Ach, Adre habe ich schon drin. Dann pack ich rein. Déjà-vu hast du? Emmy? Yes. Dann pack ich Widerstandsfähigkeit noch rein. So, let's go. Oh, ich habe ein Abo bekommen. Vielen Dank für das Abo, wer auch immer das war. 329, vielen lieben Dank. 330 Abo-Special kommt. Nein, Spaß, Spaß. War ein Spaß. Aber es geht mit dem Channel, zumindest was die Abo-Zahlen angeht, langsam wieder aufwärts. Das hat Emmy Ich hab mir dir das geschickt. Bild geschickt. Ich wollte gerade gucken. Wie schön. Ja. Ja, das kannst du ja viel auch in der Türkei kaufen. Diese Anhänger. Die war da auf dem Urlaub. Ah. Weil mein Urlaub aus der Türkei kommt. Ach, dein Uropa war Türke. Also. Stief-Uropa, Ach, Stief-Uropa, I der war. guess. Ah,
interessant. Ich habe nur mal nie Stief dazu gesagt. Ich finde das Nein, klingt halt nein, nein, so nein, nein, weil das nett. ist halt so, Familie, das sagt man nicht Stief. Okay, ich dachte, das wäre jetzt auch türkische Wurzel. Das wäre ja echt Nee, wild nee. bei dir. Nicht Nee, türkisch. nee. Ja. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also hat dein Stiefvater in dem Sinn, also dein Vater, hat Nee, Türkisch. nee. Nee, nee. Wait, okay. Nee. Nee. Aber wenn. Das ist andere Generationsecke. Ja, aber trotzdem Weil mein Italien. eigentlicher Urvater, der in Amerika gezogen ist, Ja. der hat ja mit Family aufgebaut, sag ich mal. Ja, aber trotzdem muss ja. Ist Mein dann ist dann Uropa, der nicht. kam ja erst später dazu. Ach, der kam später. Ah. Nee, Okay. der kam, nachdem mein Opa schon, weiß nicht, Auf der Welt war. Family aufgebaut hat. Auf der Welt war auf Ah. jeden Fall, ja. Ah, Der okay. war Dann ist schon. der angeheiratet später. Genau, Ach der später so. angeheiratet. Okay. Ja, nee, dann hast du keine türkischen Wurzeln. Nee. Oder noch DNA-Reste. Ich hab ja immer noch, ich habe ja tschechische. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich habe ja tschechische, weil mein Opa Tscheche war. Ja. Also meine Ich Oma, finde also meine das Oma. aber eigentlich mal interessant. Ich würde das schon gerne mal testen lassen, ob ich Ich finde irgendwo das auch super ausländische Wurzeln interessant. habe. Ich finde das super interessant. Ich weiß von tschechischen Wurzeln. Das heißt, meine Oma war halb Tschechin. Doch, wenn der Papa von ihr Tschech war, doch, da war, ist sie halb Tschechin. Ja. Halb Ja. Deutsch, halb Tschechin gewesen. Genau. Ne, ich von bis Uroma-Generation weiß ich, dass alles deutsch war. Ja. Sei denn der Mann von meiner Opa, von meiner zweiten Uroma war irgendwie Ausland, weiß ich nicht, den habe ich nie kennengelernt. Ja. Ich starte jetzt am Gen. Ich glaube, ich muss die Emmy nur ein bisschen leiser stellen. Bin ich dir zu laut? Nee, mir nicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein so für den Chat zu laut ist und ich habe mein Mic. Genau, mein Mic zum Hören. Aber mein Headset zu laut gestellt, glaube ich. Ich glaube, es liegt an meinem Headset. Ich habe dich jetzt über das PlayStation-Menü leiser gestellt. Du selber bist nicht zu laut. Das ist, glaube ich, meine Einstellung. Okay. Du bist bei mir auf Hälfte. Aber das ist ja sehr empfindlich, das Headset. Was gut ist von Mensch, der was sagt denn der Soundqualität. jetzt dazu? Ist schon wieder am Leid. Oh, Oh, ist irgendwie nicht schon Tag wieder. der Blatt oder was? Der hat wirklich Also. Leid heute. Stimmt! Drei Blights! Richtig. 50-50. Ja, Wir hoffentlich hatten der. drei Blights, einen Clown, Trickster und einen Spirit. Ah ne, ich hatte noch einen Deathslinger. Polen und italienische Wurzeln. Oh, er hat Sackgasse. Ah ja, interessant. Was habt ihr noch so für Wurzeln, Leute? Die hier im Was Chat ist für sind. Sackgasse? Sackgasse, das Perk. Aber Sackgasse nicht nach dem Nee! Gen poppt? Durchdringend, ja, durchdringend, es ist durchdringendes Zittern. Ich sehe ja halt zu so selten durchdringendes Zittern, wenn ich dann immer die Zangen sehe. Dann denke ich immer, es ist, versuche abzuhängen. Dann, ja, nice. Ja, okay. Shit! Why did I try that? Er hat mich gesehen, ja, er hat mich gesehen und chased mich. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt auch langsam genug vom Blight heute, ne? Ich muss den nicht nochmal haben. Mein Mike retten. Ja. Mike muss dringend gerettet werden. Er ist gleich Second Took, Leute. Ja, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Das war natürlich doof, ich war im Chase, ne? Ja, ich bin auch im Chase. Ich wurde nicht. Ich war. Ich schaff das noch. Nein! Wieder wo Oh, wir der ganz ist schnell. gut, Mann, ey. Wieder so einer, der halbwegs gut ist und weiß, was er tut. Ich habe keinen Bock mehr gegen Blight zu spielen, ehrlich. Oh, Mann. Ich habe auch schlecht gespielt, gerade am Ende. Pelle zu früh gedroppt. Okay, wenn ihr wollt, irgendwer kann die Der kommt Karte zu euch haben, ich rüber. brauche die nicht. Der kommt zu euch rüber. Weißt du, gerade wenn ich eine Quest machen würde, wo ich abhauen muss, dann hast du den scheiß Blight dreimal gefühlt. Liebes. Ich komme nicht retten. Ich bin der Börster zu dir. Wie findest du meine Skin-Kombo? Guck mal, ich sehe doch fancy aus, oder? Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ich mag das Outfit. Er kommt. Oh, hi! Oh. Ich habe das Gefühl, wir werden diese Runde nicht überleben. Also, der hat immerhin kein Devourer Hope. Noch nicht.
Würde ihm nicht zurück. Ich bin dann. Ich bin hingeblieben. Wenn er zu nah am Haken ist, wird sich aktiv. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er zu nah am Haken war. Jedenfalls ist er auch scheißegal, der Rocket überhaupt. Es ist ein fucking Blight. Es ist ein fucking Blight. Das ist scheißegal. Ja. Und Mikey lässt zur zweiten Phase. Ja, aber drüber kommen, das ist klar, dass er durchdringendes Zittern hat. Dann sieht er halt, wo wir sind. Ja. Ja, er kommt zu mir. Oder auch nicht. Patrouilliert natürlich hinten die Gents. Kommt der zurück? Ne, bei mir nicht. Achso. Doch, der kommt zurück. Aber ich habe gar nicht dran gedacht, ich Idiot. Ich habe ja am Mittwoch gesagt, wenn ihr wollt, ist jetzt natürlich ein bisschen spät. Aber da könnte man auch in der Discord-Party chillen. Erinnert mich nur dran, ne, wenn ihr mal. Heute jetzt nicht mal, aber wenn ihr demnächst in der Discord-Party chillen wollt und wir quatschen wollen in der Runde, die mitspielen, sagt Bescheid, ne? Ich habe das jetzt wieder völlig vergessen, ich Depp. Oh ja, hinten der bei der Scheck ist wichtig. Ich geh da mal hin. Ich bin 99, ihr braucht mich nicht ein. Ich habe mich gleich mit Medkit, wenn er kommt. Was klar, Chef. Oh, er hat. Hat das Scorch. Ja, natürlich hat das Scorch und. Der kommt rüber. Ja. Ja, zu mir noch nicht. Das Zittern wissen wir jetzt ja, schon jetzt ein bisschen länger. Ja, jetzt kannst du 99. Naja, ich will einfach nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Die Runde ist so anstrengend. Ich meine, ich spiele auch Gabriel Soma. Einen der langweiligsten Survivor vom Aussehen her. Nur weil du einen langweiligen Skin spielst, heißt es nicht, dass er schlecht ist. So, Gameplay. Nee, die Runde ist komplett Müll. Bis jetzt. Es ist einfach nur anstrengend. Das funktioniert jetzt hier nicht so wie in Fortnite. Nein. Obwohl, das könnten wir vielleicht später auch nochmal spielen, wenn du Lust hast im Stream. Ich wäre dabei. Ja, ja, wir spielen noch ein kann bisschen ich mehr DBD. Machen? Ja, ich spiele noch ein bisschen DBD, weil ich muss noch ein bisschen hustlen in DBD. Es sind ja nur noch knapp 2 Wochen. Ich muss definiere so viel hustlen. Ein bisschen. Ja. Definiere ein bisschen. Naja, in 18 Tagen muss der durch sein. Was machbar ist. Also ein bisschen heißt. Achso, vor heute wann. Ja, ich weiß. Ja. Warte, was haben wir denn jetzt? Ja, eine halbe Stunde noch oder so. Können wir gerne wechseln, wenn du willst. Wenn dir das nicht zu spät wird. Halbe Stunde, nee. Stunde maximal. Wenn du sagst, ey, nee, halbe Stunde lieber, dann mach ich nur eine halbe Stunde. Wie du möchtest. Aber ich spiele Zero Bit, Leute. Ich kann nicht bauen. Dann muss ich auch noch spielen, dieses Kack-Event. Auch oh, bewertet. Und das Overwatch-Event, das spiele ich morgen. Na kommt. Ich weiß, dass der kommt! Chased mich. Ich geh weg, ich bin da. Ja, ich geh weg. Chased mich weiterhin. Wir sind wieder am Jump. Das ist eigentlich einer der Free Jets, ja. Geh hinten zum Main Building. Geil. Das weg von mir. Nee, ich hab nur leicht Terrorradius. Na, ich hab hier hinten aber nichts mehr. Ja, er ist doch bei mir in der Nähe. Ich hab halt hinten gar nichts. Ich gehe wieder zum Main Building. Ist auch eine safe Ecke, weil hier ist okay. Kein. Er ist weg, er ist weg. Weil hier ist halt kein Gen, den er verteidigen muss. Ah, hier sind tatsächlich 2 Gens auf dem Main Building. Ja, aber er ist jetzt nicht gekrampft, er ist halt weggegangen, aber ich habe ihm zu viel Zeit weggenommen. Da mache ich hier Main Building Gen. Mhm. Ich bin so, ja, weniger als die Hälfte hochgehielt. Dann mache ich den hinteren, weil hier ist noch eine Pallet. Wir sind bei dem vorderen. Weil der ist mittiger vom Free Gen her. Na, und okay. Davon in Jungle Gen kommen könntest. Ja, never mind, komm hier nicht hin. Er kommt, ja, habe ich gerade gemerkt. Naja, jetzt fällt er weg. Oh, hi. Bleib noch dran, ja, weil ich habe. Er kommt jetzt safe rüber. Oh. Ja, komm. Ja, er kommt rüber. Ja. Oh. Das ist nicht gut. Nicht nah am Mike. Lau. Jetzt chase er mich. Nein, geht weg. Okay, dann gehe ich.
hochheben? Nein, er ist wieder da. Ich kann nicht hochheben. Also du merkst, dass es PC-Blight ist, so wie der drum curft und so. Das ist ein PC-Blight, Alter. Der curft so komisch. Also cool, krass curft er. Also derjenige, der da liegt, muss da eigentlich wegcrouchen. Ja. Zu spät, aber ja, ich konnte Mike wieder hochheben. Der chased mich. Der chased mich weiterhin. Ja. Ich geh mal weg. Wir ziehen hier den durch. Ich, hier ist halt gar nichts, ne? Ich bin halt so am Arsch, der dauert mich jetzt. Oh, er hat verkackt. Der geht weg, er geht weg, er geht zum Gen zurück. Geil, geil. Ey, das können wir gewinnen, Leute. Da ist was drin. Der verkackt gerade ziemlich. Nice. Kommt. Nein. Okay, er hat den falsch erwischt. Ist nicht so gut. Ist der Scheck eigentlich gemacht? Oh. Das war's leider nicht. Ich sollte denken. Scheiße. Ah, das ist auch gemacht, fuck. Ja, das schade. Ja, ist gemacht. Also, wir haben aber kein 3. Ein hinter Main, ein in der Mitte. Ja, und ja. Den ganz hinten in der Ecke, da bin ich jetzt. Hier sind auch noch ein paar Pellets. Naja. Er ist auf der anderen Seite der Map. Der zoomt aber ein bisschen rüber. Ja, der wird rüberkommen. Davon gehe ich aus. Ich meine, es ist ein Blight, der kann den 3 Gen immer noch irgendwie verteidigen. Es ist ein fucking Blight. Naja, der ist speedy. Heute Bock auf Outlast? Ja, wir können später gerne noch Outlast spielen, klar? Sicher? What the fuck you mean you know I'm there? Ey, außer der Chat sagt jetzt... Das ich irgendwie gerade ein bisschen, aber wenn der Chat jetzt sagt, ey, ich hab Bock auf Outlast, können wir nicht auch Outlast spielen. Außer Emmy sagt, nein, ich bestehe darauf, dass wir jetzt Fortnite spielen. Nee, der kommt zurück, das finde ich okay. Okay, 50%. Oh, was macht Mike denn hier? Das ist aber eine spaßigere Runde gegen den Blight. Ja, irgendwie. Das auf jeden Fall. Ist ja klar, wie überhaupt. Nee, aber Outlast könnten wir gerne spielen, aber dann lass mit Randys auf jeden Fall spielen, wenn wir nicht die Lobby voll kriegen. Darf ich über Shareplay suchen? Spielen? Ja, klar, kannst du machen. Also außer du sagst jetzt, du bist lieber... Was sagt der Chat so? Ist der überhaupt noch dabei oder seid ihr nur wegen DVD hier, ihr Geier? Wahrscheinlich wegen DVD, ne? Ihr Schlinge. Ist nicht schlimm, alles gut. Ich weiß, dass ich in erster Linie DVD-Content liefern muss. Aber ich habe ja auch total viel Spaß wieder. Chat ist durch. Adri? Nein. Nee, keine Adri. Aber es wird Burst. Ich bin generell weg. Ich gehe zum Exit an dem, wie soll ich das beschreiben, am Rand der Map, ja. Oh, zu beidem Exit, ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich bin nicht bereit zu sterben. Ah. Exit ist offen von Mike. Mikes Exit ist offen. Ah, du liegst genau in der Mitte, aber ich versuche, dass ich noch irgendwas machen kann. Wird schwierig. Also noch bin ich Second Hook. Ja, ich weiß. Der bringt mich in die Mitte von der Map. Ja, natürlich wirklich weg. Wo ist Mike? Dann hochheilen. Oder andere Seite vom Main Building. Aber der kommt zu dir, Marco. Okay, gut. Nee, der kommt zu Mike. Der war mein. Der kommt zu Mike. Okay, dann kann ich dich retten. Dann guck, dass Mike rauskommt und ja. Ja, Mike ist raus. Ja. Na, er wird wieder zurückkommen. Ich häng dich trotzdem ab jetzt. Jojo. Der kommt, aber ich kann nicht durch. Flanken. Ich wirst wahrscheinlich nicht schaffen. Nee. Ich hab noch Flink. Nee, ich hab keinen Flink mehr. Ich bin tot. Ja. Nein. Ich habe auch nicht nach hinten geguckt. Lauf weg. Drop die Pellets. Ja, geh weg, geh raus, ist egal. Ich habe auch nicht nach hinten geguckt wieder. Hau ab. Geh aber raus. Du musst doch entkommen. Ist scheiße. Ach nein, ich hätte kommen müssen. Nein! Nein, ich hab das vergessen. Ich hab das vergessen. Nein. Och nö. Jetzt hab ich doch nicht den Ego rausgehauen. Mann. Och nein. Das ist für die Emmy. Ja, ich hab... Seht ihr, was ich für ein guter Survivor bin, dass ich auf die Quest... Ich sag noch, ich will räudig spielen und mach's dann am Ende nicht. Oh nee. Keiner im Chat erinnert mich dran. Ich appreciate es. Kommt drauf an, wann ihr wollt. Welches Level bist du? Was meinst du jetzt? Dead by Daylight im Battle Pass oder wie? Kann ich dir gleich sagen, Evil? Ich bin noch nicht so weit.
Ich hab's völlig vergessen, verdammte Scheiße. Mann! Ah, fuck, Alter. Ich hab das wirklich vergessen. Scheiße! Und ich brauch das zweimal, verdammte Kacke. Ich hätte rauslaufen sollen, ey. Nächstes Mal laufe ich raus. Ich schreib's auf die Hand. Ich kleb's mir an den Bildschirm. Gender Limit Aber Devotion schön in die Mitte. 57. 57, glaube ich. War das gerade. Wenn ich mich richtig entsinne. 57. Stufe, was weiß ich. Schlag mich tot. Kann ich das irgendwie gucken? Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Hier seht ihr alles. Steht da irgendwas mit Hingabe? Ich sehe die Hingabe gar nicht. Ah doch, hier seht ihr es. Hingabe 23. Ich habe ein bisschen gespielt im Laufe der Jahre. Gott sei Dank ist der dumme Gary Soma tot. Der wollte ich eh nicht, dass er überlebt. Ich finde den Kacke. Nein, Quatsch. Ich spiele Alan Ripley. Aber ich spiele heute. Habe ich die komplett Prestige? Yes. Let's go. Was haben wir denn sonst noch? Wir können das komplett lassen, dem Bild. Gehen eigentlich jetzt wieder Blood Point Offerings oder sind die immer noch alle verbuggt? Klar, die Main-Dinger sind verbuggt vom Event, das weiß ich. Die Event-Dinger sind super, die anderen gehen, habe ich schon Ach so. zweimal Ja, gesagt. Demenz, egal. So wie gerade, ihr habt es gesehen, Ich Demenz im merk's. Endstadium. Ich check nicht mal, dass ich raus kann und ein Ego bin. Ach so, ja genau, DBD, er wollte DBD spielen, stimmt, der Tony wollte DBD spielen. Soll ich Share dann für dich anmachen, Emmy? Ja. Okay, Emmy geht raus und dann kann Tony rein. Und dann kann Emmy zugucken. Du kannst ruhig dazwischen reinquatschen und so, ne? Du bist ja eh in der Party fest drin, ne? Also im Stream, Emmy. Ne? Also alles Okay. gut, du musst dich nicht stummen, ist ja Quatsch. Wofür? Wir können auch öfter Streams machen, wo du mit dabei bist, ne? Wenn du Bock hast. Nur ich spiele halt viel DVD im Moment. Ich werde aber auch tatsächlich. Ich glaube, ich werde auch mal jetzt in den Scheiß. In den Scheißferien. Warum sage ich Scheißferien nicht, Trottel? In den Ferien auch mal bestimmt Overwatch streamen, weil ich den Pass durchspielen muss. Ah ne, wir warten ja eh noch auf. Auf Downey. Generell mit Devotion. Gut, das habe ich beantwortet. Genau. Ja, kommt drauf an, wenn ihr wollt. Also, ich müssen mal gucken. Emmy, darf ich Outlast gleich spielen? Chat, darf ich Outlast spielen? Ist dem Chat das egal? Ist dir das egal? Emmy, willst du Fortnite spielen? Dann spiel bitte Fortnite. Alles klar. Ich kriege gerade mein Gesicht ab, gib mir einen Moment. Ja. Das ist ein Vorteil, wenn einem warm ist, aber man immer kalte Hände hat. Ich habe mein Gesicht abgehört. Würde mich da aber nach dem Chat richten, tatsächlich. Ja. Aber wenn der Chat jetzt nichts sagt, dann würde ich, glaube ich, mit dir Fortnite spielen. Ich glaube, der Chat sagt nichts. Dann würde ich tatsächlich bei Chat geht vor. ja, Toni hatte gefragt, aber ich würde danach, vielleicht wenn es nicht zu spät ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall morgen wollte ich Outlast spielen. Ansonsten morgen dann, weil ich habe Emmy halt schon gesagt, dass ich Fortnite spiele. Da warst du noch nicht da. Ha. Gib mir die Sound, gib mir die Sound. Hihi. Hallo, ihr seht das wieder nicht. Emmy ist jetzt hier im Share-Screen und postet Bildchen. Ihr könnt das nicht sehen. Emmy hat wieder ihr Spielzeug gefunden. Toni ist da. Da Ja. ist Toni. Also denkt dran, Und das ne? ist weniger lästig als Timmy-Spielzeug. DVD, sorry. Nein, alles gut. Diese Ey, nochmal. Das Scheißketten. ist gar kein Vorwurf, wenn ihr nur wegen DVD hier seid. Ey, Leute, alles easy. Vollkommen okay. Ist kein Vorwurf. Ich bin ja auch bei manchen Content Creator nur wegen bestimmten Content da. Das ist doch normal. Ja, wenn ihr kein Interesse an andere Spiele habt und nur wegen DVD hier seid, ist das vollkommen okay. Werfe ich keinem vor. Ich werd nur nicht ewig noch DVD heute spielen, das mache ich nicht. Und ey, wenn ihr halt nur wegen DVD hier seid und nur wegen dem DVD-Content, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist ja normal. Ja, ich schaue ja auch nicht alles von einem Streamer.
Ich bin ja ein alter Mann, ich habe früher Gronkh viel geguckt und ich habe auch nicht alles geguckt, was Gronkh gemacht hat. Ja. Als Beispiel, jetzt fällt mir spontan ein. Oder Montana Black. Montana Black, da schaue ich mir meistens Reactions an oder hin und wieder mal so ein paar Kommentare, aber ich schaue null Gameplay von dem, weil ich finde seine Meinung interessant und seine Sichtweisen auf viele Dinge. Aber mich interessiert das Game, was der spielt oder was der in Real Life macht, interessiert mich absolut nicht. Okay. Ja, so als Beispiel, jetzt, um das mal zu erklären. Jetzt hat ja jeder seinen eigenen Content, den er feiert oder guckt. Ne? Ich habe auch Abonnenten, die kommen nur wegen Horror Games, kommen die, oder Story Games kommen die hier und gucken. Was auch okay ist. Ja, das ist ja normal. Und ich bin halt in erster Linie immer noch ein DVD-Channel, weil ich habe mit DVD angefangen und die Leute sind auch hauptsächlich, dass ich so viele Abonnenten bekommen habe, ist durch DVD. Ja, und das ist vollkommen okay. Wenn ihr da nur wegen DVD hier seid, mache ich da absolut keinen Vorwurf. Nur ist halt DVD kein Game mehr für mich, was ich 8 Stunden am Stück jeden Tag streamen kann. Das kann ich nicht mehr. Habe ich nie auch gemacht. Ihr wisst aber, was ich meine. Ich will damit sagen, ich kann nicht in hohen Massen regelmäßig DVD spielen. Ich brauche Abwechslung. Und dann schalten halt die Leute, die wegen DVD da sind, nur wegen DVD ein. Die wegen anderen Games dann da sind, schalten wegen anderen Games ein. Das ist vollkommen okay. Deswegen, das bin ich ja auch. Gibt's noch ein Beispiel von irgendeinem Streamer oder YouTuber, wo ich bei gewissen Dingen gar nicht gucke? Nein, ja, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich gucke zum Beispiel Horror-Streamer, gucke ich im Deutschen viel Corrupted. Ich gucke auch mal hin und wieder Seth. Ich kann aber Seth nicht regelmäßig gucken. Weil ich tatsächlich mehr der atmosphärische Horror-Typ bin und gerne die Atmosphäre aufsauge. Und da, ich finde bei einem Corrupted, das ist dann mehr so mein Stil, wie ich gucke: Horror-Streams oder Horror-Games. Aber zwischendurch mal ein Video mit wenn ich was zu lachen haben will, baller ich mir Seth rein. So, ne? Versteht ihr? Aber ich könnte jetzt Seth nicht die ganze Zeit gucken, weil ich halt mehr der atmosphärische Typ bin und wenn man zu viel Witz macht, dann geht der Horror so ein bisschen kaputt. Finde ich immer. Ich meine, ich bin ja da auch eher auch auf Atmosphäre aus und schrei halt sehr viel. Ich weiß nicht, wie man mich da vergleichen kann. Ich glaube aber auch so, um Atmosphäre aufzusaugen und Spiele zu kritisieren, da gehe ich tatsächlich auch in der Richtung von einem Corrupted eher. Ich sag ja, es haben ja einige Leute schon vorgeworfen, dass ich zu negativ über Spiele rede. Ne? Emmy? Das muss jetzt nicht, Du kennst mich. so persönlich sein, Nein, Luis. ach, das nehme ich gar nicht persönlich. Alles gut, das ist doch auch berechtigt. Ey, Kritik kann man doch äußern. Das ist doch das, was heutzutage das Problem ist, wenn Leute keine Kritik äußern und jeder ist beleidigt und man verbietet jemandem Kritik zu äußern. Das ist vollkommen okay. Ja, natürlich ist Kritik nicht schön. Logisch. Ne? Immer, nicht immer. Aber die kann auch konstruktiv sein. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass ich zu viel mecker in Spielen, ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Ich weiß ja selber, dass ich manchmal anstrengend bin. Ich kenne dich schon seit 1,5 Jahren. Seit anderthalb Jahren kennst du mich, genau, Evil. Richtig. Du bist einer von den Leuten, als ich diesen großen Abonnentenzuwachs kam, bist du hier auf den Channel reingeschneit. Das war so die größere Ära, wo ich nenne es jetzt meine Erfolgsära. Jetzt richtig heftig erfolgreich bin ich ja nicht. Ich bin ja immer noch ein Zwerg-Channel. Selbst als ich mal eine Zeit lang 20 Abonnenten, 20 Zuschauer hatte, ist es ja trotzdem eher, ne, klein. Aber für mich war das schon ein mega Erfolg. Ich schaue ja kleinen Schritt. Ich gehe ja nicht hin und sage ja in 2 Jahren, da schauen mir 200 Leute zu. Das ist Bullshit. Ne, aber was ich sagen will, ist genau, der Evil, der kam halt zur Welle rein, wie einige andere Abonnenten, als ich so einen Schub bekommen habe. Wo der Algorithmus mich noch geliebt hat, bis ich ihn dann zerschossen habe. Mit meiner Nicht-Akzeptanz. Ja, die Wildmap mag ich. War früher eine meiner Lieblingsmaps, bis sie zu viele Bäume reingesetzt haben. Ja, aber dann, weil ich halt Emmy vor mit Fortnite gefragt habe und sie gesagt hat, wenn der Chat da sonst nichts sagt, weil ich bin jetzt böse, DVD lasse ich nicht gelten, weil ich jetzt nicht Bock habe, jetzt noch den ganzen Abend DVD zu spielen. Wir haben ja schon auch eine Zeit gestreamt. Dann würde ich dann mit Emmy, weil ich ihr versprochen habe, Fortnite spielen. Ja. Ist leider das Problem, Toni, du bist leider einen Ticken zu spät reingekommen, da habe ich schon mit ihr, glaube ich, drüber gesprochen. Aber morgen auf jeden Fall, gerne morgen, wenn du kannst. Das ist Nemesis. Ich habe heute sehr komische Laufwege, stelle ich fest. Der Chase Tony. Ich sag's nochmal für die anderen.
komm wieder. Kann ich dir nicht hören, ich hab's Headset nicht richtig auf. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Hier ist aber auch gar nichts. Ach, ich bin hier. Jetzt check ich erst, wo ich bin auf der Map. Er geht weg. Nee. Ja, aber geht von mir weg. Das ist es halt. Diese scheiß Waldmaps. Ich erkenne die nicht mehr wieder. Zu viele Bäume. Er kommt zurück. Oder? Aber immerhin lebt der Rasen noch. Ja, aber der ist trotzdem verändert im Vergleich zum alten Rasen. Es ist doch eine gute Map für Trapper, das ja, aber. So, die, ich glaube, so die größte Halbzeit hatte ich ab. Was vor oder nach The Quarry, Emmy? Sozusagen. Ich glaube sogar vor. Vor, ich meine schon vor Quarry, ne? Quarry hat das nochmal gepusht, aber The Quarry war, war vor schon, ne? Also vor die Halbzeit von mir. Das sehe ich also auch so. Davor war schon Halbzeit, aber bei Quarry war, glaube ich, der Boom, sag ich mal. Lag aber auch an dem Game, muss man sagen. Es war frisch raus und alle hatten Bock drauf und so. Das ist mir auch klar, das lag jetzt nicht nur an mir. Aber ich konnte die Zuschauerschaft eine längere Zeit auf jeden Fall halten, bis ich dann halt. Da grinse. Bis ich dann halt weniger gestreamt habe. Und auch. Von wo kommt der denn jetzt? Der Bodybuilder. Der ist weg. Ach, von da, danke. Ich weiß nicht, warum ich das nicht höre die ganze Zeit. Der ist so laut in seinen Schritten, ich krieg das irgendwie nicht mit. Ich rede zu viel. Der Energy kickt gerade. Deswegen ist Tift auch nicht so wirklich intelligent auf dem. Man hört immer noch sein Gestampfe. Der ist einfach zu massiv, der Brudi. Ja, ist. Habe ich gesehen. Sneaky Nemesis kann funktionieren, hin und wieder mal. Ich finde bei Gorgi Sneaky Builds finde ich eher schwierig. Oder Clown finde ich noch schwieriger. Weil die sind sehr, sehr laut. Gorgi vor allem. Ich finde Gorgi Sneaky Builds finde ich komplett. Finde ich nicht gut. Aber Nemesis ist auch. Mag ich auch nicht so gerne. Ich finde Nemesis sogar schlimmer als Clown. Na, ich finde Clown sogar schlimmer. Weil Clown. Bei jedem Mal, wenn er über ein Window steigt. Ich steig nicht über ein Window. Ja gut, aber du musst ja mal über ein Window steigen. Oder auch. Also nicht, Clown, wenn du dich an Leute ansneaken willst. In manchen Situationen musst du über ein Window steigen. Klar, oder auch so, er hat mit laut. Ich finde Clown schon sehr laut. Da. Was? Ja, ich sehe das. Ich habe Augen. Ich sehe das. Danke. Bitte. Du hast dich nur so suchend umgeguckt. Nee, allgemein, so was so um mich rum abgeht. Ich wusste schon, dass es grob da hinten ist. Nice. Das läuft gut. Also Leute, ne, ich werde jetzt. Warum bewegst du? Ja, jetzt weiß er, dass du kommst. Ja, er ist da. Wir werden es schaffen. Hau ab. Slap me, Daddy. Ich weiß nicht, warum ich nicht. Stream. Doch, ist mir egal. Mittlerweile. Nice, schön was da. Ich will mal. Nein. Das war schön. Der soll mich chasen. Baba, schön was da. Danke. Das wird jetzt problematisch. Ja, peitsch mich aus. Das wird nicht mehr problematisch. Nemi hat sich drum gekümmert. Nee, der ist noch da. Nemi hat sich nicht drum gekümmert. Er geht aber weg. Komm her, Bitch. Ich weiß nicht, gibt's wieder Blutpunkte, wenn ich mit so einem Ding rauslaufe? Ich glaube ja, ne? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich mach mal eins einfach hier hin, weil ich's kann. Das gibt 500. Blutpunkte. Ja. Ist ja gar keine Kiste mehr frei, Freunde. Ich habe auch null auf Gens geachtet. Wäre ich im Survivor in DBD und hätte irgendwie Hustenanfälle durch infiziert sein oder so, ich würde wieder Clown klingen. Die Leute würden denken, guck mal, der Clown ist neben dir. Ja, komm vorsichtig rüber. Ich würde einen Hustenanfall bekommen. Ah, okay. Oder nicht. Komm hier. Ich komm hier hin. Nein! Jetzt geh doch nicht runter! Ja, es ist Streamverzögerung, alles gut. Ja. Da kann er nichts für. Ich habe ja gesagt, komm runter.
Er campt das jetzt natürlich ab. Er sieht uns, er sieht uns. Lauf! Slap me, Daddy! Ayo! Sick. Stehst du so auf Tentacle? Ja, so Hentai ist genau mein Ding. Das ist, Hentai ist mein Leben. Warum geht keiner retten? Weiß ich nicht, warum keiner retten. Ah, ist jemand da. Ich werde gechased dazwischen, ich hab mich hochgehalten. So, ich brauche aber jetzt. Ich glaube, die heilen sich alle, die Leute. Ich achte nicht drauf, weil ich sehe keine Kisten mehr. Die sind nicht geheilt. Nein, Virus weg. Ach so. Ja, es sind keine mehr da. Oh, er ist hier. Oh. Ja. Er hatte kein Terrorradius. Das ist nicht gut. Oh, nee. Er hatte das, ja. Plaything? Weiß ich nicht. Ja, dass du dein eigenes Hextotum hast und keinen Terrorradius hast. Das kann sein. Obwohl, nee, er hatte ja kurze Zeit später wieder Terrorradius. Ich weiß nicht was. Ich glaube, ja, das war das Perk. Nein, das Perk, was er hat, ist aktiv gewesen. Ich glaube, das hat keinen Terrorradius hast du dann. Ja, das läuft gerade nicht so gut bei einem Gen. Ist es gar keiner an einem Gen? Okay, wird gechased. Ich heile gerade hoch und dann hänge ich ab und dann macht ihr bitte guck, dass ihr Gens macht. Wir verlieren das gerade. Oder haben wir einen 3-Gen? Ich weiß nicht. Konnte das denn nicht sehen? Illegally blind. Ich weiß nicht, vielleicht ist ihm das zu rot. Vielleicht hat er Scratch Marks nicht gesehen. Kann sein. Obwohl er hätte das ist nicht... absolut nicht rot. Wir haben zwei Gens nebeneinander. Ja, das ist das Problem. Oh, hi. Ich zieh durch. Oh, du hast dir gesungen. Oder doch, nevermind. Ja, ich bin tot. Ich glaube, wir haben einen 3-Gen. Sind zwei direkt nebeneinander. Der wird das gewinnen, weil der andere auch noch in der Nähe ist. Deswegen macht keiner Gens. Ich merke halt, es fehlt Déjà vu. So ein starkes underrated Perk. Total, das wird komplett unterschätzt von allen. Und es haben sich alle zu viel geheilt, wir haben keine Spritzen mehr. Kleiner Tipp, nur ein Tipp bei Nemi, auch mal ruhig versuchen. Ist natürlich riskanter und schwieriger. Die Spritze sich besser einzuteilen. Oder er hat einen Addon mit, dass man die nicht sieht, das kann sein. Das hat er gewonnen. Jetzt ist hier Zombie am Campen. Das hat er gewonnen. Zwei sogar am Campen. Ich glaube, wir haben drei Jets in einer Reihe. Ich würde vermuten, der andere ist da hinten. Ja, dann deswegen geht er jetzt rüber. Das Blöde ist halt, ich muss halt mit dem Exit entkommen. Geht ja, nicht. Er kommt nach hinten. Er ist da hinten. Nee, Hedge zählt nicht. Zombie, Leute, Zombie. Aber wir haben jetzt nämlich keinen Impfstoff mehr. Das ist so gebumst gerade in so einer Situation, wo wir halt so uns eigentlich keine Fehler mehr erlauben dürfen. Dürfen uns noch weniger Fehler erlauben. Deswegen am besten sparsam sein mit den Spritzen in Zukunft. Hier ist kein Gen. Ja, der ist hier. Okay, es geht eigentlich sogar vom 3-Gen. Es geht eigentlich sogar. Ist machbar. Nur, das meine ich halt mit, wir können uns keine Fehler mehr erlauben. Es gibt ja keine Spritzen mehr. So, wir haben hier alle weggeballert. Wir haben den so stark gemacht jetzt hier im Endgame. Außer halt ein Addon mit, wo man den nicht sieht. Das ist dann auch zusätzlich schwieriger gemacht, wenn keine mehr da sind. Eigentlich müssten wir uns alle resetten und heilen in der Ecke. Und dann versuchen. Aber wird jemand gerade gechased? Nee. Ja, er ist hier. Leute, er hat kein Terrorradius. Weil wir alle verletzt auch sind. Weil wir auch verletzt sind. Wir heilen uns auch nicht. Deswegen hat er kein Terrorradius. Toni, links. Komm her. Lass dich heilen. Hinter dir! Wir hätten uns heilen müssen. Sag ich ja, resetten, heilen,
und dann versuchen. Weil der hat, glaube ich, einen Perk, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert von ihm, wo der keine Terrorradius hat, wenn man verletzt ist. Glaube ich, das ist es nämlich. Oder ist das Obsession abhängig? Ich weiß es halt leider nicht mehr. So, und jetzt verteilen wir uns auf drei Gens. Da dürften wir eigentlich nicht mehr verlieren. Er ist doch hinten. Ich gehe jetzt hinten auf die andere Seite. Teilt euch auf. Es sind hier zwei Gens. Tschüss für mich. Aber dazu haben wir durch den 3-Gen verloren und halt, weil keine Spritzen mehr da sind. Der Zombie da hinten, siehst du den? Der hat gerade einen Anfall. Auf welcher Party ist er denn? Das ist von der Raver. Was verlieren wir? Warte. Komm, ich gebe dir ein bisschen Biskuleit. Danke. Irritiert absolut nicht. Du kannst das auswenden, du bist Lehrer. Ja, das war's, Freunde. Chase mich. Der wird dich hören, Toni. Der hat Ohren. Nein, da nicht. Oh! Ich glaube, die Rave Party ist vorbei. Ja. Dann geht's nochmal zurück. Gehst du anhocken? Nein, Hobbys Toni muss das machen. Oder nicht? Nee, ich geh zum Gen. Ihr sollt euch aufteilen, geht nicht zu zweit an einem Gen, bitte. Freunde, aufteilen. Oh, Party ist um. Party ist um? Ja, ich bin tot. Oh. Ja, er ist da. Ja, vom Zombie. Oh, der ist da. Okay, er hat gedacht, ich bin in der Ecke. Ja, bin tot. Ja. Also das haben wir selber verkackt. Das haben wir selber verkackt. Wir haben alle Spritzen gewastet. Wir haben uns in bestimmten Situationen nicht hochgehalten. Ja, ist ja nicht schlimm, aber wir verlieren das trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir es gewinnen werden. Weil ich halt seit Beginn der Runde ständig blau bin und ich nicht den Virus nicht wegmachen kann. Und es fehlt uns jetzt ein Mann. Also jetzt werden wir sowas von mir. Der kommt nach hinten. Ja, der kommt zu euch. Ich guck mal, was meine Mutter geschrieben hat. Naja, die pennt wieder, toll. Ja, heilen bringt jetzt gar nichts mehr. Es ist vorbei. Oh, er kommt zurück. Zu weit, der Jen. Jeder eigentlich an einen Jen. Oder auch nicht. Ich glaube hinten beim Exit, der könnte aber gleich durch sein. Das wäre geil. Das würde ich hart abfeiern. Muss jetzt warten, wo er hingeht. Sonst gehe ich da hinten, habe ich eine Safe Zone mit Scheck und Pellets. Kommt er in meine Richtung? Sucht er mich? Ja. Nee, er ist hinten noch beim Gen. Er geht zurück. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit der Gen hinten ist, ne? 45 ja, mindestens. Okay. Ja, RIP. Okay. Ja, es ist nicht schlimm, aber das war jetzt. Also die Situation insgesamt mit der Runde, das war unnötig. Das haben wir uns selber versaut. Bin mal gespannt, ob der einen Addon mit hatte. War mit Crew. Ob der einen Addon mit hatte, wo der, okay. Okay. Slagte. Ja. Ich glaube, das ist kein Hook mehr. Ja gut, da wird er mich suchen. Ja. Da ist der Terrorradius. Ja gut, ich werd dich jetzt liegen lassen. Du bist da hinten in der Ecke, was soll ich da machen? Der wird jetzt hin und her laufen. Ich muss mich selber erstmal hochreiten. Die Runde ist eh verloren. Sorry, ich bin jetzt mal so egal, keine Kiste mehr. So Ego. Zombie. Wenn er auf den Zombie achtet, bin ich am Arsch. Ah, das ist doch nicht hochgeheilt. Ist ja hochgeheilt? Mhm. Ja. Viertel. Ja, das kannst du vergessen.
Das siehst du doch selber, Mann. Hälfte. Ja. Bin gerade ein bisschen konzentriert, wo der ist. Na ja, komm, Scheiße. Der ist da, fuck, bin tot. Ja, das die Runde ist halt ein bisschen ärgerlich, weil das haben wir, also der hätte niemals gewinnen dürfen. Niemals. Das war klassisches Versagen vom Team komplett. Das war eine komplett Versagensleistung von uns, weil ich bin sicher, das hätten wir locker gewinnen können, wenn wir einfach Spritz noch gehabt hätten am Ende. Weil der 3-Gen war nicht so gut zu verteidigen. Bisschen schade. Egal. Du willst jetzt bestimmt Fortnite spielen, Emmy? Yes. Okay, Chat, ihr seht's, ich werde jetzt DBD beenden. Dank Emmy. Bedanke mich bei Emmy. Spaß. Gängeschen, du hast fast 3 Stunden DBD gespielt. Nein, ich habe auch 3 Stunden. 40. Das reicht doch. Das reicht doch, alles gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitspielen. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wir werden Outlast spielen, DBD spielen, vielleicht auch Dark Souls. Oder wir machen Dark Souls Sonntag. Gucken wir einfach mal. Schaltet einfach ein. 17 Uhr. Ich versuche morgen wirklich um 17 Uhr on zu sein. Heute habe ich verschlafen. Morgen auf jeden Fall 17 Uhr. Wieder hier an gleicher Stelle für DBD. Oder was auch immer ich streame. Jetzt zocke ich noch im Stream Fortnite weiter. Wer Bock hat, da dabei zu sein, gerne dranbleiben. Ich wechsle das Game und wir sehen uns dann. Bis gleich. Tschüss. Ne, Outlast nicht, Toni. Habe ich ja gesagt. Emmy war vor dir da und hat gefragt. Dann spiele ich Fortnite. Klar.